Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus. Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson, Ulrike Meinhof, Jean Amery. Diese vier Namen stehen im Untertitel von Matthias Bormuths Ideen geschichtlicher Studie, die Verunglückten. Die Reihung selbst ist im besten Sinne irritierend. Wie bei einer logischen Reihe ist man versucht herauszufinden, welcher der Namen in dieser Reihe vielleicht doch falsch sein könnte. Sie kennen sicherlich das Prinzip der logischen Reihen, also beispielsweise Kreis, Quadrat, Dreieck, Pyramide. In diesem Fall wäre die Pyramide als dreidimensionaler Körper falsch in dieser Reihe, hätte dort nichts verloren. Ganz anders aber im Falle der Reihung Bachmann, Jonsson, Meinhof und Amery. Denn Matthias Bormuth gelingt es, ausgehend vom tragischen Ende seiner vier Protagonistinnen und Protagonisten, überzeugende biografische und zeitgeschichtliche Strukturäquivalenzen zu finden, die zu einer wechselseitigen Aufhellung der vier treffend nebeneinander gestellten Lebensgeschichten beitragen. Lieber Matthias Bormuth, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und dieser Dank richtet sich auch an Thomas Stölzel, der das Gespräch führen und uns Matthias Bormuth gleich noch etwas näher vorstellen wird. Thomas Stölzel ist Kulturwissenschaftler und systemischer Therapeut und Berater. Letzteres nenne ich da auch Matthias Bormuth als Medizinethiker und Kulturwissenschaftler über zwei Standbeine verfügt, wie wir noch erfahren werden. Mein Name ist Christian Nippe, ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Jetzt gehört das Wort dem Podium. Bitte schön. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe das Vergnügen, Ihnen einen wohltuendes, ja schon angeklungen, interdisziplinären Herrn vorzustellen, einen gelernten Mediziner, einen Mann mit psychiatrischen Erfahrungen und einen vergleichenden Ideengeschichtler. Ein bisschen da kommen wir darauf zu sprechen, es scheint mir so ein Vor- und Spiegelbild Karl Jaspers zu sein, der auch von der Medizin zur Philosophie ging. Und heute und eigentlich zu seinen Lebzeiten schon deutlich mehr als philosophischer Denker wahrgenommen worden ist, denn als Psychiater, als gelernter Psychiater, der er ja war. Wie Sie wahrscheinlich auch heute mehr als Ideengeschichtler wahrgenommen werden, denn als Arzt, der Sie ja auch sind. Wahn. Geht schon weiter zurück. In Marburg aufgewachsen, das ist die Stadt, in der einige seiner späteren Studienobjekte wichtige intellektuelle Erfahrung gesammelt haben, wie Hannah Arendt und Ulrike Meinhof, erstere auch nachwirkend erotische. Karl Löwit ist auch mit dieser Stadt verbunden, in der sie aufgewachsen sind und ihr Studium begonnen haben. Man könnte sagen, Herr Bormuth, den ich Ihnen wie angekündigt ein bisschen vorstellen möchte zunächst, einen kleinen Lebenslauf, eine kleine intellektuelle Biografie dieses Lebenslaufforschers, vergleichenden Ideengeschichtlers und ich kann doch auch sagen Jaspers Experten oder Spezialisten schon. Ne? Ein bisschen. Also nach der Marburger Zeit ist er weitgehend in Süddeutschland intellektuell sozialisiert worden, in Frankfurt, Heidelberg und Tübingen. Er hat auch in New York gearbeitet und ist jetzt in Oldenburg tätig, und zwar als Professor für vergleichende Ideengeschichte, überdies Leiter des dortigen Karl-Jaspers-Hauses, Vorsitzender der Karl-Jaspers-Gesellschaft, also Sie merken schon die Spiegelfigur auch, ja, und Herausgeber einer Zeitschrift mit dem schönen Titel Offener Horizont. Das hängt für mich zusammen auch mit einem anderen Buch von Herrn Bormuth, Die Vielfalt geistiger Erfahrungen, auf das ich Sie hinweisen kann. Das ist ein schöner Titel. Die Vielfalt geistiger Erfahrungen. Ich sage Erfahrungen, aber da steht Erfahrung. Das ist das Einzige, was ich als Leser sozusagen an diesem schönen Titel, ist die Pluralität, ja? Dass ich die Erfahrungen hervorheben wollte. In seinen Schriften beschäftigt er sich mit Philosophen, mit Psychiatern, mit Literaten, mit Literaturwissenschaftlern, mit Künstlern, mit Kunstgeschichtlern, mit Buchmenschen, Verlegern, Bibliothekaren, Archivaren. Er hat da ein eigenes Verfahren sozusagen eines heuristischen Gesprächs entwickelt und in unseren denglischen Zeiten, wo wir so blöde Worte wie Homeschooling und sonst was hören müssen, freue ich mich über ein Wort wie Werdegänge oder Lebenslauf. Ja? Man kann die Sachen auch deutsch sagen und muss sich nicht irgendwie immer so, als sei man irgendwie stumpf ins Englische flüchten. Also da betreibt er eine bestimmte Form der heuristischen Annäherung durch das Gespräch. Die Werdegänge.
Herr Bormuth, was mich erstaunt hat an Ihrer intellektuellen Vita, ist ein Spannungsverhältnis, das Ihre beiden akademischen Qualifikationsschriften aufweisen. 2002 erscheint die Promotion mit dem Titel Lebensführung in der Moderne, Karl Jaspers und die Psychoanalyse. 2008 die Habilitation Ambivalenz der Freiheit, suizidales Denken im 20. Jahrhundert. Da haben wir einmal die Lebensführung zum Leben hin das ist eine gewisse Spannung, ja, die Sie da ausschreiten, das ist mir so begegnet. In den letzten vier, fünf Jahren hat er sozusagen, eine erste Ernte eingefahren, ja, vielen Studien, also ist als Herausgeber und als Autor tätig geworden. Ich möchte, das ist sogar heute, habe ich gehört, im Tagesspiegel rezensiert worden, auf dieses schöne Buch hinweisen, von und über Karl Jaspers, Leben als Grenzsituation, eine Biografie in Briefen. Das ist ein klassischer, würde ich sagen, Schmökerband. Das ist etwas, was man wo mitnimmt und wo man sich hin und her liest und hin und her blättert. Es hat natürlich seinen Reiz, dieses Buch, weil es wirklich von den ersten Briefen an die Eltern bis zu den letzten Briefen ein 86-jähriges Leben umfasst. Aber es ist eine Schmökerlektüre, die ich sehr anregend fand. Er hat über Erich Auerbach gearbeitet, ein Kulturhistoriker auch, würde ich sagen, ein Literaturwissenschaftler, Kulturhistoriker, also dann auch über, ich zeige das hier so ein bisschen rum, über Jean Améry, der uns heute Abend auch beschäftigen wird, also ein breites Feld aufgespannt. Sehr lobenswert, finde ich, zwei kleine Bände mit Texten von Hannah Arendt herausgegeben. Einmal ein sehr schöner Sokrates-Essay und einmal diese wichtige Lessing-Rede, die sie gehalten hat. Und in diesen politisch doch recht hochgereizten Zeiten, in denen wir auch leben, halte ich das für geradezu einen politischen Beitrag, dass sie diese beiden Bücher herausgegeben haben zu Sokrates und zu Lessing. Ja, nachdem ich ein paar Sätze, das allerletzte Buch muss ich, kann ich nur ankündigen, das ist über Max Weber, der auch, also er geht von Karl Jaspers aus und hat die Nähe natürlich zu Hannah Arendt, der Meisterschülerin, und er hat zu dem, kann man wahrscheinlich sagen, wichtigsten intellektuellen Vorbild, ja, Max Weber, auch eine Beziehung, und Max Weber ist vor 100 Jahren gestorben, möglicherweise an der spanischen Grippe, wie ich gehört habe, an der ja auch einige gestorben sind vor 100 Jahren. Eine Freundtochter ist daran gestorben, die Eltern von Mary McCarthy, mit der Hannah Arendt befreundet war. Also das hört man dann so nach 100 Jahren sind da doch einige Menschen anscheinend gestorben. Aber ich möchte darauf, das soll erscheinen, dieses Buch. Ich möchte aber zunächst hinweisen nochmal auf diese Spannungsbeziehung zwischen Lebensführung und suizidalem Denken. Können Sie dazu was sagen, Herr Bormuth? Ja, das ist also für mich irgendwie auch überraschend, dass Sie das so sehen. Ich glaube, da ist was dran. Ne? Ich habe selber nie darüber nachgedacht, dass da diese Spannung so besteht. Und ich kann Sie nur bestätigen, irgendwas ist dran. Also es glaube ich schon, dass ich zum einen durchaus sehr lebensbezogen bin, ganz pragmatisch, aber irgendwie immer fasziniert war von Leuten, die aus dem Leben heraus wollen und bestimmte Gründe haben. Und dass diese Gründe solche sind, die man als Normalbürger vielleicht nicht so erfährt. Aber, und das war meine Erfahrung eben, wenn man diesen Gründen nachspürt, sagt man so nett, oder nachgeht, dann kriegt man mit, dass diese Menschen nicht nur suizidal waren, sondern Dinge gesehen haben, die man sich selber gern verbirgt im Lebenspragma. Und das, glaube ich, war für mich erhellend. Da habe ich einen Eindruck gehabt, ich gewinne unerhört viel von Menschen, die diese Radikalität haben, die ich selber zum Teil nicht habe. Und ich habe das Glück, wie auch immer, manchmal eben angepasster zu sein im Leben. Und durch diese Menschen Dinge zu erfahren, die auch für mich wichtig sind. Und insofern gehören beide Seiten zusammen. Und für mich, da bin ich vielleicht aus dem therapeutischen Bereich heraus, weil ich habe nie den Eindruck gehabt, es gibt so eine schöne integrale Lebensgeschichte. Ja? Mhm. Das fand ich immer furchtbar, die Idee von integrierten Leben. Ja? Ich denke, es bleiben Spannungen in jedem Leben und es ist viel besser zu lernen, mit den Spannungen irgendwie in ein Verhältnis kommen zu können, sie erstmal zu sehen, zu erkennen, was eigentlich passiert. Und selbst waren die Leute, die suizidal waren, die Schriftsteller vor allen Dingen, solche, die mir selber Lichter aufgesetzt haben durch ihre Werke.
Ja, aber es ist interessant, dass Sie von der Lebensführung zu dem suizidalen Denken kommen, nicht? Also erstmal von der Reflexion, wie ein Leben zu führen wäre, ja, angesichts dieser modernen Situation. Ich glaube, der Punkt der Lebensführung bei Jaspers war ein ganz wichtiger, dass er das an Weber gezeigt und gesehen hat, dass sich ein Leben nicht von selbst versteht und dass ein Leben, wenn es eine Gestalt finden will, entweder irgendwo ausgetretene Wege mitgeht, eingewöhnte Wege, oder auch an bestimmten Stellen ganz bewusst, sei es im religiösen, philosophischen, literarischen, bestimmte Wertentscheidungen trifft. Und an der Stelle war das so, dass Jaspers als Arzt ehemals dann sah, dass die Psychoanalyse, die ein sehr feines Instrumentarium hat, um innere Gründe sozusagen zu verstehen, eigentlich an einer gewissen Stelle, wenn ihre Theorie allzu sicher angenommen wird, zu einer eingewöhnten Lebensführungstheorie wird, ja, die denen, die innere Probleme verspüren, manche Entscheidungen abnimmt, obwohl sie eigentlich selbst zu fällen wären. Das war die Idee dieser Arbeit. Und, ja. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt zurückschauen aus Ihrem jetzigen Lebensalter? Was würden Sie sagen, welche intellektuell prägenden und für Ihren weiteren Lebensgang bestimmenden Erfahrungen und Einflüsse würden Sie denn da benennen können? Wenn ich das wüsste, das weiß ich nicht genau. Also das, oder weil Sie, wenn Sie sagen, Sie haben sich beschäftigt mit dieser Konzeption von Jaspers, wie er, was es braucht, sozusagen ein Leben zu führen oder möglicherweise sogar ein gutes Leben zu führen, hat Sie dann auch berührt, was Ihnen mitgegeben worden ist oder was Sie sich selbst erschlossen haben für diese Fähigkeit? Das kann ich natürlich sagen. Ich komme aus einem sehr religiösen Haus, ja, und da war klar, wo die Lebensführung hingeht. Und das fand ich zum einen nicht ganz einfach immer, aber man hat einen Widerstand mitbekommen. Ja. Man hat eine bestimmte Idee mitbekommen, so soll es sein, und konnte sich daran abarbeiten. Und sicherlich war die Beschäftigung mit Medizin, Psychiatrie, Philosophie, auch Religionsgeschichte für mich sehr wichtig, um sozusagen die Welt meines Herkommens zu verstehen, zu schätzen, aber auch zu sagen, wo ich Dinge anders sehen will. Mhm. Das war, glaube ich, so mein Weg aus einer bestimmten familiären Prägung heraus, sie nicht völlig abzustreifen, aber bestimmte Sachen anders machen zu wollen. Ich möchte, bevor wir auf das Buch heute Abend selbst zu sprechen kommen, einige Vorfragen vielleicht in den Raum stellen und zu diesem Titel kommen. Als ich nämlich diesen Titel, um ein bisschen das Okular zu schärfen, die Okulare zu schärfen, mit denen da Lebensgeschichten angeschaut werden. Als ich das erste Mal von Ihrem Buch erfuhr, die Verunglückten, da dachte ich fast, was wäre das Gegenteil? Die Verglückten, die Geglückten, ja? Was sind das für Geschichten da? Das war mein Interesse ist geweckt worden. Anleitung zum Unglücklichsein von Watzlawick. Ja, das ist ja ich hatte mal ein Interview mit dem gemacht vor 25 Jahren und er hat gesagt, das Buch ist in Amerika völlig gefloppt, weil die nicht verstanden haben, es ist eine unironische Nation, was er da meint so ein bisschen, ne, mit seiner altösterreichischen Art, was Unglücklichsein ist. Ja. Eine Anleitung zu schreiben, so fast, man könnte es zuspitzen, wenn man das denn so machte, wie diese vier Protagonistinnen und Protagonisten, würde man verunglücken, ich spitze das mal so ein bisschen zu, ja? Ich nehme jetzt mal so einige Punkte vor, um sie innerlich ein bisschen anzuregen, wer da vielleicht auch zu antworten. Zwischen einem glücklichen Leben und einem geglückten besteht ein Unterschied, sagt Ernst Jünger in einer aphoristischen Bemerkung. Und die Geschichte der literarischen Zwillingsschwester von Emma Bovary beginnt mit dem Satz, alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Ja, ja, Anna Karenina. Ne? Genau. Der Adalbert Stifter sagt, ich gebe mein Unglück nicht her. Ja? Das lasse ich mir nicht nehmen, sozusagen. Von Kafka kann man sagen, das wollte ich doch mal kurz beziehungsweise, weil es wäre auch einer möglicherweise der Verunglückten, hat das gleiche Lebensalter erreicht wie Ulrike Meinhof. Max Brod, der wohl engste Freund Kafkas, schrieb diesem, du bist in deinem Unglück glücklich. Dem so Charakterisierten gefiel diese Beschreibung nicht. Im Unglück glücklich zu sein, sagte Kafka in einem Brief an Felice Bauer, bedeutet ja gleichzeitig im Glück unglücklich zu sein. Also all diese Dinge,
ja, bereits in der Antike soll es über 200 Beschreibungen gegeben haben, was denn Glück sei. Ja? Also wenn wir uns mit Ihrem Buch beschäftigen, das meine ich als Okular vorweg, so als Einstellung, die Frage des Glücks. Ja? Was wäre dann das Glück? Für Sie, hat sich Ihr Begriff, Ihre Vorstellung geschärft beim Schreiben dieser Porträts? Was Glück bedeutet? Ja. Nein, also könnte ich nicht sagen. Aber das Unglück ist Ihnen deutlicher geworden. Also es war für mich ein Glück, über die Verunglückten schreiben zu können. Also meine ich jetzt völlig unironisch. Und der Titel stammt von meinem Verleger Heinrich von Behrenberg, ursprünglich von Uwe Jonssons Skizze eines Verunglückten. Und Heinrich hat die Idee gehabt, die Verunglückten. Ganz lakonisch, knapp. Und das ist natürlich vieldeutig. Und ich denke, was ich am Anfang sagte, man verdankt den Verunglückten, die lebenspragmatisch gesehen gescheitert sind, in einer bestimmten Weise, sehr, sehr viel. Und man kann das sozusagen, manche meinen, ich würde sozusagen meinem Buch so eine Art Lebenspragma anstreben, diese Geschichten erzählen, um zu sagen, mach das so nicht. Mhm. Das ist nicht mein Punkt. Was wäre Ihr Punkt? Mein Punkt ist, dass diese Leute was gesehen haben, was uns alle angeht. Und was in allen Lebensverhältnissen auftaucht, vielleicht nicht so zugespitzt, wo es keine gute Lösung für gibt, aber was lohnt, mit diesen Leuten, mit ihren Lebensgeschichten, mit ihren Texten selber zu vergegenwärtigen für das eigene Leben. Weil ich glaube, dass diese Verunglückten sozusagen nicht Schlüssel haben zum glücklichen Leben, aber sie haben Schlüssel, das Leben in seiner Komplexität zu verstehen. Und das, glaube ich, ist eine ganz enorme Fähigkeit der Kunst, schwierige, schmerzhafte Dinge nicht schön zu machen, aber vielleicht doch etwas aus dem, was schlimm ist, zu machen, was uns in der Kunst anregt und sogar zum Leben hilft. Peter Suhrkamp hat mal gesagt, also Lesen ist eine feine Sache, ob es glücklicher macht, wisse er nicht. Und das finde ich sehr gut. Also ich finde keine Lebenstherapie in diesen Texten. Ob ein Mensch, der das Buch liest, trotzdem unglücklich bleibt und scheitert, ist dahingestellt. Aber vielleicht weiß er besser, warum er scheitern muss oder sie. Also das behalte ich mal so für unser weiteres Gespräch. Das war für Sie ein Glück, über die Verunglückten schreiben zu können. Es würde Sie nicht reizen, einen Gegentext zu schreiben über glückliche Menschen. Es gibt ja diese ironische, also das ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von Lars Gustafsson aus den 80er Jahren, Erzählungen von glücklichen Menschen heißt das. Das ist so eine Sammlung unterschiedlicher Erzählungen, ja, die natürlich ironisch gebrochen ist. Ja, was sind jetzt glückliche Menschen und was wäre das Glück? Nun, ich glaube, diese Menschen haben ja auch Glück erlebt. Also das ist ja nicht so, dass sie kein Glück erlebt hätten. Und wir alle erleben hoffentlich Glück. Aber ich glaube, nur glückliche Menschen gibt es gar nicht. Von dem muss ich sagen, Sie können es gar nicht genau beschreiben, was das denn sei, Glück. Ja, vielleicht lassen wir es nochmal offen. Lassen wir es offen. Wir können nur zumindest festhalten, dass man im Deutschen, dass das zusammenfällt im Deutschen. Nicht? Das ist das Erstaunliche. Die Engländer und Franzosen trennen das. Wir sind glücklich, Glück haben und glücklich sein bezeichnet dasselbe Wort. Und das sind doch sehr unterschiedliche Dinge. Könnte man sagen, haben die einfach kein Glück gehabt? Ja? Oder waren sie nicht zu diesem glücklich sein? Das würde ich dann doch mal als eine Hintergrundfolie für unser weiteres Gespräch, für unsere Untersuchung mal so aufstellen, dass wir das im Deutschen ebenso auch haben. Was ist jetzt dieses Glück und was macht glücklich? Ja, der zweite Punkt, auf den ich, also das zweite Okular, das ich ein bisschen mit Ihnen polieren wollte, wäre, worüber Sie sich sozusagen auch akademisch schon ausgewiesen haben, wofür wir im Deutschen vier Worte haben, die interessanterweise ein Bedeutungsspektrum aufmachen und gleichzeitig schon ausdrücken, wie wir zu der Sache stehen. Wir haben den Freitod und dann haben wir fast als, der das etwas bezeichnet, dann haben wir den Selbstmord, das ist die sachliche Selbsttötung, den medizinischen Suizid. Als ich angefangen habe, therapeutisch zu arbeiten, da haben die Ärzte nur von Suizidieren geredet. Und da habe ich manchmal nachgefragt, ob Psychotherapeuten, ist es ja, sie haben gesagt, sie müssen das manchmal vor sich ein bisschen weghalten, wenn man in der Psychiatrie arbeitet. Ja? Da bringen sie ja viele Menschen um. Ja? Wenn sie sagen, der hat sich suizidiert, dann ist das so ein Gefühlsabstand, macht das sofort. Ne? Und dann nimmt man sich das Leben, oder der erste Protagonist sagt, Hand an sich legen, in etwas empathischen, fast hölderlinischem Ton, Hand an sich legen. Da würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen drüber sprechen jetzt gleich. Wobei man auch unterscheiden kann den sogenannten männlichen Selbstmord des Erschießens und den weiblichen des Ertränkens. Es gibt ja da auch Klassifizierungen, wie sich jemand das Leben nimmt.
Und das ist ja etwas, was in Ihrem Buch, finde ich, als Leser anregend schillert. Also man kann Sie da nicht, und das fand ich anregend, nicht festmachen, dass Sie sagen, Sie vertreten den Begriff des Freitods, das ist wie eine große Ausatmung, man atmet sich in das Freie. Ja? Ich denke gerade an den Schluss von Gattopardo, wo der dann stirbt und dieser letzte Atemzug, das ist fast evoziert. Während der Selbstmord, das ist ja etwas, da wird ja die vis vitalis, die Lebenskraft gebrochen, zerbrochen. Das ist ja ein Spannungsbegriff, aber er bezeichnet dasselbe. Wenn die Selbsttötung sagt, der hat es halt selbst gemacht, ja, nicht ein Fremder. Wie ist es für Sie, wie stehen Sie zu diesen Begriffen und hat sich das im Lauf Ihrer zunächst mal Habil-Geschichte und dann im Laufe dieser gewandelt? Ist das für Sie klarer zu fassen oder ist das Illusion? Weil man könnte ja sagen, Freitod, wir wissen nichts über den freien Willen, das ist ja schon eine Positionsbeschreibung. Also ich würde so sagen, mein Vater hat mal gesagt zu mir, oder bei mir können wir immer sagen, ich lege mich nicht fest. Und ich glaube, auch in der Begrifflichkeit würde ich mich auch nicht gerne festlegen. Und dass jeder Fall, also man muss von den Fällen ausgehen. Ja. Und das ist eigentlich wichtig. Die Definitionen zeigen Probleme an, ja. Und die haben Sie auch ein Stück jetzt auch erwähnt. Und ich bin niemand, der als Theoretiker bekannt ist, der jetzt quasi was definiert und davon ausgeht, sondern ich versuche eigentlich Begriffe zu prägen, indem ich versuche, eine Geschichte zu verstehen und Begriffe so weit nutze, wie sie zum Verständnis der Geschichte wichtig sind. Und da sind diese verschiedenen Begriffe, zeigen an, auch verschiedene Perspektiven auf die Sache des sich das Leben nehmens, des Suizidierens, in den Freitod gehen und so weiter. Also ich glaube, man kann in den Begriffen die verschiedenen Interessenlagen sehr deutlich machen. Das finde ich wichtig, heuristisch wichtig dran. Ja. Aber die letzte Klärung, was man wann wie benutzen darf, würde ich nicht fällen wollen. Ne? Meine ich definitorisch, es baut den ganzen Spannungshorizont auf. Ja? Ob jemand sozusagen von einem Freitod ausgeht und denkt, er sei da frei darin, das jetzt zu machen, oder ob er wirklich sich in eine Position bringen muss, wo er sich umbringt. Ja? Das sind ja ganz unterschiedliche Ausgangsweisen. Nicht? Das wird dann natürlich metaphorisiert. Jean-Marie spricht von dem Absprung. Ja? Also wohin springt man da hinein? Da meint jetzt nichts. Ja? Aber das sind ja Dinge, die wir alles nicht wissen. Also Sie würden schon sagen, da gibt es weltanschauliche Akzentuierungen, Hintergründe. Aber in Ihrem Vorgehen gehen Sie sehr individualistisch an die Sache heran. Darf ich das richtig so verstehen? Aus der jeweiligen Sache heraus, aus der jeweiligen Person. Ich denke, in den Fällen, das können wir dann auch gleich ja sehen, werden verschiedene Interessenlagen und weltanschauliche, aber auch ganz andere Interessen auch deutlicher. Ja. Und die muss man jeweils sehen. Und die Nomenklatur ist nicht zentral. Also man muss versuchen, deutlich zu sein. Und ich glaube, diese Nomenklatur ist etwas, die Probleme anzeigt, aber die nicht absolut ist. Also es hat sich nicht für Sie geklärt, ist das jetzt ein Freitod, was Herr Jean-Marie gemacht hat, oder ein Selbstmord? Na, das Schöne ist ja, oder das Schwierige, das kann man schon bei dem Jean-Marie sehen, dass sein emphatischer Begriff des Freitodes, der die Freiheit betont, einer ist, der hat was Heroisches in den 70er Jahren und hat auch was vollkommen Zutreffendes für eine Psychiatrie, die sozusagen die Patienten okkupiert hat, diese Möglichkeit nicht vorgesehen hat. Das heißt, jeder, der suizidale Gedanken hatte, war Patient. War schon krank. War krank und deshalb hat der emphatische Begriff des Freitodes einen Gegenbegriff. Ja. Im positiven Sinne, der betont, dass es durchaus eben die geistige Freiheit gibt, sich zu dem entscheiden zu wollen. Und das war Amaries große Sache. Aber seine Geschichte zeigt ja auch, dass hinter dieser Emphase, ich habe die Freiheit, ein Lebenselend steht, auch seine Holocaust-Biografie, in der er eben nicht frei war. Genau. Also die ihn eingeholt hat. Ja. Deshalb meine ich, ist es eben verwickelt. Also auch bei ihm, man sieht die Emphase der Freiheit im Begriff des Freitodes, die etwas für sich hat, auch in der Zeit, die hervorragend wichtig ist und zugleich auf eine Personenbiografie bezogen etwas verdeckt, nämlich das Eingeholtwerden von traumatischen Erfahrungen, die ihm keineswegs den Radius der Freiheit lassen. Er hat das selber auch reflektiert zum Teil, ja. Und das ist der Punkt, dass man eben von verschiedenen Seiten aus es sehen kann und muss, gerade bei Amaury. Das finde ich an Ihrem Buch das überzeugend, auch dass Sie da mitschillern, nenne ich das mal, ja? dass Sie sich in einer gewissen Geschmeidigkeit dazu bewegen, ja? Zu sehen, wo geht der Autor sich selbst auf dem Leim,
gewissermaßen, dass er sich eine Freiheit vorgaukelt, die er vielleicht aufgrund dieser, da kommen wir noch genauer drauf zu sprechen, aufgrund dieser schweren Belastungen, die er hatte, gar nicht hat. Ja? Und so gesehen ist das, meine Damen und Herren, auch ein Text, diese Verunglückten, die einfach eine mehr Licht hineinbringen in diese ja eigentlich sehr düstere Form oder in dieses düstere Genre, wobei manche sagen, das sei gar nicht düster. Das ist ja auch eine Position zu dem sogenannten Selbstmord oder zu dem Freitod, dass das gar nicht düster sei. Sie schreiben, beschreiben das chronologisch, also mit Jean-Amary fängt es an, ja? Dann eigentlich vom Alter her sozusagen absteigen bis zu Ulrike Meinhof, die im Alter von Kafka war, als sie, wir wissen nicht, ob sie umgebracht worden ist oder ob sie sich selbst umgebracht hat, das bleibt für mich ein Fragezeichen. Schwester hat es zum Beispiel nicht geglaubt, dazu kommen wir noch, aber hatten Sie da auch andere oder Ideen, die Sie in Ihrer Habil entwickelt haben über dieses Thema? Ja? Im 20. Jahrhundert, Sie bringen ja auch Primo Levi manchmal ins Gespräch, hat sie da andere, das Leben anderer Suizidanten wie Kleist oder Stifter, Celan, Toller, Klausmann, Hermann Burger, Virginia Woolf, Sylvia Plath, war das ein bisschen mit im Hintergrund oder sind es am Ende Studien, die Sie noch uns vorlegen werden? Nein, also natürlich sind bestimmte Personen, von denen Sie sprechen, auch im Hintergrund gewesen und ich habe das Glück gehabt, dass ich eben länger wissenschaftlich über das Thema gearbeitet habe und dann eben für den Bärenberg Verlag, der ja ein Publikumsverlag, ein Literaturverlag ist, in der schönen Pflicht war, wo Beatrice Fassbender, meine Lektorin, auch das auch wunderbar gemacht hat, für ein breiteres Publikum halbwegs klar zu schreiben. Und das muss ich mal sagen, ist einfach was Schönes, wenn man sieht als Autor, dass einem Publikumsverlag ein Lektor einen Text sehr scharf gegenliest. Dann denkt man einfach, Mist, das ist doch so schön, was ich geschrieben habe. Und dann kommen aber sozusagen Anmerkungen zur Gedankenführung, zur Stilistik, die einfach sinnvoll sind, denen man sich nicht entziehen kann. Und man merkt, es ist ein ungeheures Privileg, so einen scharfen Gegenleser zu haben, der noch Sachen nachschlägt und guckt und merkt, wo man sozusagen aus Nachlässigkeit manchmal oder weil man es auch nicht wusste, Sachen nicht präzise sieht. Und das, glaube ich, war ein Vorteil. Ich konnte was mitbringen, aber habe eben auch in meiner Lektorin und in Heinrich, dem Verleger, zwei Personen gehabt, die neben Freunden, die hier auch sitzen, Edmund Witzisler und Roland Berbig, als Fachleute, als Fachwissenschaftler ebenfalls gegengelesen haben. Und das, glaube ich, ist so was Ungeheures, wenn man erarbeitete Ergebnisse für ein breiteres Publikum darstellen will, muss man vereinfachen, aber es muss sozusagen anschlussfähig bleiben. Und wenn man da sozusagen Menschen hat, die einem sowohl was diese Vereinfachung angeht helfen, aber auch was die Anschlussfähigkeit an die Disziplinen, ja, wie Germanistik oder was anderes angeht, sagt also hier fehlt etwas oder hier ist noch ein Hinweis auf eine bestimmte Sache, die könnte helfen, das ist enorm. Und das, glaube ich, ist das Glück, wenn man im Grunde vor einem wissenschaftlichen Hintergrund was beschreiben kann, um ein Publikum, was nicht die Zeit hatte, die man selbst hatte, ja, zu erlauben, die Problemlagen zu verstehen. Es ist jetzt ein Buch, so wird es eingeleitet, das beißt und sticht, dieses Buch. Also überlegen Sie sich genau, wenn Sie das kaufen, dass Sie, ja, das beißt und sticht, da zitieren Sie den Kafka, die sollte man lesen. Also es ist kein leichtes Buch in dem Sinne, dass man sagt, man kann das so, weil es geht ja da um wirklich Menschen, die aus Grenzsituationen nicht mehr herausgekommen sind oder sich dran zerrieben haben. Aber es ist in einer Weise, Herr Bormuth hat es gerade selbst erläutert, ja gesagt, auch gefasst, dass man dem gerne folgt. Das ist Ihnen ja gelungen, oder? Das ist Ihnen gelungen, beiden gelungen. Uns zusammen. Ihnen beiden zusammen gelungen, ja? Um zu den Verunglückten und selbst zu kommen. Ich glaube, wir haben es ein bisschen versucht zu schärfen, das Glück, was ist das nun eigentlich genau? Ist es etwas, das ergänze ich vielleicht nochmal an der Stelle, ist es etwas, wenn man versucht, glücklich zu sein, zieht das gerade das Unglück nach sich oder bedingt es das? Haben die eigentlich, ja, das werden wir jetzt im Einzelnen noch uns angucken, versucht, irgendein Lebensglück zu finden, was das immer auch ist? Es gibt ja benachbarte Begriffe, man findet Erfüllung, man findet Zufriedenheit, man findet Anerkennung und so weiter. Aber das Glück ist ja eine, die Fortuna, die launische, wir wussten ja schon, die
die Lateiner, dass die was Launisches ist, dass man die nicht so fassen kann, das Glück. Es ist nicht zu machen. Aber das Unglück, und dazu werden wir jetzt in der Folge noch ein bisschen uns genauer beschäftigen, ist das zu machen, ist es zu vermeiden? Oder ist es so, dass man in eine bestimmte Konstellation sich gestellt findet, aus der man nicht herauskommt? Und wenn man sich in diese Konstellation gestellt findet, dann würde der Begriff Freitod nur einen bedingten Sinn machen. Ja? Weil dann ist es eher ein Unfreitod. Ich sage es jetzt mal so, ja? Das ist ein bisschen zugespitzt. Aber wir fangen vielleicht mal ein bisschen an, der Reihe nach vorzugehen. Wir beginnen mit Jean Amery, und das Interessante an diesem Mann ist, dass sein Kürzel Ja heißt. Der Mann, wenn man ihn kurz schreibt, heißt Ja. Dieser Negativdenker, seine komische Ironie der Kürzel, ja, dass der gerade Ja heißt, die ist eigentlich Hans Meyer und hat sich dann, er hat ja in Belgien gelebt, zwar auf Deutsch geschrieben, aber hat sich dann einen französischen Namen gegeben. Hans Meyer war ihm vielleicht ein bisschen zu banal oder so, was auch immer der Hintergrund war. Jean Amery klingt natürlich viel elaborierter. Der Mann hat, und das machen Sie deutlich, es satt gehabt sozusagen, sein als Berufs-Nazi-Opfer weiterzuleben oder als Auschwitz-Clown, wie er sich selber gesehen hat, weiter zu fungieren und wollte auf was ganz anderes hinaus. Er hat es zu relativ großen Ehren gebracht, in einem relativ kurzen, in einer relativ kurzen Spanne als Autor, nur von 12 Jahren, und hat dann in dem, was ihm besonders wichtig war, da kommen wir zur Glücksfrage, kann man ein Leben dann unglücklich nennen, wenn es zu dem, was ihm wichtig scheint, nicht kommt? Dieser Jean Amery scheint gewollt zu haben, er hat als Romanautor angefangen, Musil hat ihn begutachtet und hat gesagt, mach weiter, und dann kam er diese ganzen, ähnlich bei Canetti, der ganze Wust auf ihn zu, und er konnte nicht weitermachen, wollte aber Romancier sein. Und das hat man ihm verweigert. Und es hat ihn interessanterweise, und das war wahrscheinlich besonders schmerzhaft, schon ein anderer Jude verweigert, Marcel Reich-Ranitzky, der das zwar nicht Auschwitz erlebt hat, der kam da noch raus, ja, oder nicht rein, aber der hat, das schreiben Sie auch ganz klar, diese Lebensmöglichkeit ihm fast, so wird es dann Jean Amery empfunden haben, zertreten, ja, indem er eine ungeheuer vernichtende Kritik geschrieben hat über Jean Amery, der wollte, nachdem er als Essayist realisiert hatte, unbedingt als Romanautor anerkannt werden. Und daher meine Frage an Sie, angenommen, er hätte mit dem sehr wichtig, mit dem ein Romanwerk hervorgebracht, das einen großen Erfolg gehabt hätte, wäre er noch länger am Leben geblieben? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich kann die nicht beantworten. Also natürlich, also ich glaube, es ist nach dem, was Sie herausgefunden haben über ihn. Ich glaube, das Wichtige ist, dass Jean Amery erst einmal, Sie haben es ja angedeutet, als jemand, der traumatisiert war in den 60er Jahren nach dem Auschwitz-Prozess, die Chance gehabt hat, das, was er erfahren hat, einem größeren Publikum durch seine Essays verarbeitet darzustellen und eben einen Gewinn daraus zu ziehen. Also er selber, und das ist beeindruckend, er hat diesen nietzscheanischen Begriff des Ressentiments, also der Betroffenheit, der sozusagen des gar nicht herauskönnens, positiv genutzt, also, ja, ich habe Ressentiment in mir und diesen Zorn, den ich spüre, will ich umsetzen in Erkenntnis dessen, was passiert ist, was ich erfahren habe und was ich euch mitteile, mit der Utopie, dass ich eben Opfer und Täter über der Anerkennung dessen, was passiert ist, versöhnen können. Das war seine Utopie. Und Hitler wäre zurückgenommen. Ne? So. Und natürlich, das ist erstmal so nicht geschehen, aber was geschah? Und das ist die andere Ebene. Das ist ein Mensch wie alle anderen, die auf Anerkennung aus sind und der natürlich in Belgien lebend auf einmal mit diesen brillanten Essays in der bundesrepublikanischen intellektuellen Öffentlichkeit im Merkur präsent war, neben Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Golo Mann. Das heißt, er hat eine enorme Zufuhr an Anerkennung gehabt, in einem Alter, um die knapp 60, unverhofft spät, ja. Und in dieser Zeit hat er natürlich diese Fähigkeit als Essayist weiter betrieben. Er hat dann Essays geschrieben über das Altern, sein Thema auch, also wieder autobiografisch. Und dann kommt nach diesen weiteren Erfolgen, die aber nicht mehr ganz so glanzvoll waren, eben was Sie beschreiben, dass der alte Jugendwunsch, ja, die höchste Anerkennung des genialen Schriftstellers zu erlangen. Und da muss man sagen, ist nicht nur Reich-Ranitzky dran schuld, sondern er selbst, dass er seine Möglichkeiten überschätzt hat, seine qualitativen. Er war kein großer Romancier und hat das auch sehr
klug, also hat diese herbe, böse Kritik auch anerkannt. Letztendlich ist er zur Essayistik zurückgekehrt, hat da wiederum mit dem Buch über den Freitod, und das ist das Spannende, ein Buch, das wiederum etwas autobiografisches, eigene Suizidversuche aufgreift und darstellt und ihm eine ungeheure Öffentlichkeit wiedergibt in den 70er Jahren der Psychiatrie-Enquete, der Antipsychiatrie. Die Säle waren voll und Amary wusste genau, also ein größeres Publikum, 500 Leute wird erzählt. Und die fragen eben, Herr Amary, wie sieht es aus? Sie schreiben das Buch, was tun Sie selber? Ja? Und warten Sie es ab. Genau. Also dieses... Etwas Geduld, hat er gesagt. Ja, diese Ambivalenz zwischen sozusagen ein ernstes Thema so darzustellen und zugleich zu wissen, man hält eine ungeheure Anerkennung damit. Und das hat ihn auch getragen, positiv, bis hin zum Versuch, nochmal einen, und er nannte selber einen Roman-Essay zu schreiben. Also schon die Bezeichnung Roman-Essay zeigt, er spürt, ich bin kein wirklicher Romancier, ein Romancier schreibt kein Roman-Essay. Und an der Stelle würde ich schon sagen, war es im Grunde nur konsequent, dass er Buchmesse 78, Charles Bovary, der Roman-Essay erscheint, und Amary, der in seinen Briefen, kann man das sehr gut nachlesen, alle Freunde fragt, was ist, und andeutet, wenn das Buch wieder ein Misserfolg wird, weiß ich, was ich zu tun habe, aber er wartet nicht ab. Und in dem Moment, das war für mich dramatisch zu sehen, schreibt einen letzten Essay über Simone Weil, also die französische Philosophin, in dem er luzide beschreibt, wie diese Frau, die eine Resistance war, 43 umkam, nach ihrem Tod als Märtyrerin erkannt wird. Und er hält nichts von deren Werk und sagt, diese Frau hat ganz bösartig durch ihren Tod die Rezeption eines mittelmäßigen Werkes gehoben. Das ist Unsinn. Bachmann schätzt diese Simone Weil sehr. Ja. Aber was man daran erkennt, dass er selber diesen Konnex zwischen eigenem Sterben und veränderter Rezeption des Werkes im Kopf hatte zuletzt. Und insofern, in dem Moment, bevor die Rezension kommt, geht er aus dem Leben, also fährt nach Salzburg, an Frankfurt vorbei, letzte Lesung in Marburg zufällig, fährt nach Frankfurt vorbei Richtung Salzburg und begeht dem dort mit Tabletten Suizid, geht in den Freitod. Und zugleich, und das ist eben auch beeindruckend, durchaus, wir haben es ja am Anfang gehabt, lebensgeschichtlich auch eingeengt. Er war herzkrank, er hatte Depressionen, er lebte in einer schwierigen Dreieckskonstellation, die für ihn nach langen Jahren nicht mehr auszuhalten war. Das heißt, und er beschreibt das eben auch in einem wunderbaren Gedicht des schwäbischen Dichters Christian Wagner, dass das Moment des Freitodes eines ist, was sozusagen in einer Bedrängnis noch mal mehr den Mut fasst, dem, was kommt, zuvorzukommen. Das heißt, er hat schon reflektiert, dass er selber eingeengt ist, aber er hat sozusagen sich selber, er ist den letzten Schritt zuerst gegangen. Und das ist beeindruckend. Und dann sieht man eben zugleich den Schritt gehen, diese ganzen Lebensbedingungen anerkennen, aber in diesem Freitod für ihn auch schöpferisch die spätere Anerkennung sowohl als Opfer des Holocaust, die Rezeption, die bis heute anhält, Imre Kertész hat ihn einen Heiligen des Holocaust genannt, aber auch die Rezeption des Werkes über den Freitod, das Buch ist in der 20. Auflage oder so. Also er hat genau gemerkt, das, was er von Simone Weil negativ berichtet, diese Lenkung der Rezeption ist eingetreten in dem von ihm erwünschten Sinne, nur dass er den Ruhm in dem Ausmaß nicht mehr erlebt hat. Nun ist es ja so, das Anregende im Leben, dass Leute aus ähnlichen Erfahrungen ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen. Ja? Viktor Frankl, der auch Auschwitz erlebt und überlebt hat, hat ganz andere Schlüsse gezogen daraus. Und ich denke, man, das ist also das, was manchmal unsauber Psychokausalität genannt wird, da, weil das, dann das, ja? Könnte man bei Amary auch schon sagen, und es kommt bei Ihnen auch noch dran, dass es einfach diese, sagen wir mal, etwas schwermütige Grundgestimmtheit, ja? Diese Bereitschaft, eher das Ungute zu sehen oder den Abbau, den Niedergang in den Blick zu nehmen, ja? Dass das schon auch mit da war, als ein Lebensmotiv, dass früher da war, ja? wo sich dann natürlich diese Auschwitz-Erfahrung, für die er dann so also viel Applaus bekommen hat, in einer sehr spannungshaften Form dazu nochmal addiert hat, ja?
dass er damit das eigentlich sein, er sah sich ja schon als Auschwitz-Clown, das ist ja ein Zitat, ne? Er wollte das nicht mehr. Er sagt, mein Beruf ist Nazi-Opfer oder so. Ja? Er fand es grauenvoll. Ja? Also er, gleichzeitig hat er ungeheuren, was sich die Autoren ja wünschen, Ruhm, Ehre und so weiter, Wertschätzung eingefahren, und er hat auch ein beachtliches Werk, das sehr lesenswert ist, ja? Auch Literaturkritik auf sehr hohem Niveau betrieben. Und das ist sicher etwas, muss man sagen, das ist ein guter Autor, der nicht vergessen wird, der er auch war. Ja? Aber dann bringen sie natürlich auch etwas hinein, diese passive Aggressivität, wenn, wo er fast die Leute zwingen will, ja? Dass das jetzt muss was werden, sonst bringe ich mich um. Ja? Was im Selbstmord als Drohgebärde auch mit enthalten ist, in dieser ganzen Zusammenhang, dass der Selbstmörder oder der Ankündiger dann sagt, ja, wenn das alles nicht so geht, dann habe ich ja diesen Ausweg oder dann werde ich das tun. Und ganz entscheidend fand ich am Ende oder ihres Textes das mütterliche Urteil, dass er dann sagt, aus dir wird so und so nichts. Dass er dann fast einholt. Und da komme ich wieder auf diese, was durch ihre Essays ja auch geht, diese Schwierigkeit der Motivlagenbestimmung. Ja? Was ist nun des Argens, ja? Das etwas hervorbringt? Ist es, dass er der Mutter einfach zustimmt und sagt, ja, ich bin ein berühmter Mensch geworden als Jude, ja? Die lesen mich alle, ich fülle die Seele, aber aus dir wird nichts. Ja? Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Es ist fast wie so ein Fluch, aus dem man nicht herauskommt. Und dass die Menschen, die sie da beschreiben, möglicherweise dieses Gefühl, Lebensgefühl gehabt haben, ich komme da nicht raus. Und das lässt ja zweierlei Sichtweisen zu. Einerseits die Sichtweise, dass man sagt, ja, man kommt wirklich nicht raus. Oder dass man diese Deutung annimmt. Ja? Und die muss er wohl, glaube ich, auch ein Stück weit angenommen haben. Und er ist der Älteste übrigens dieser vier, 65, fast 66 Jahre. Also das ist noch ein Unterschied, ob sich die anderen sind alle in ihren 40ern. Das ist lebensgeschichtlich von der Lebensdynamik schon ein Punkt. Hätte er sich in deren Alter umgebracht, wäre nicht dieser Jean-Amery geworden. Ja? Also da unterscheiden sich, das sind ja sehr heterogene Sachen, die sie da zusammen in einen Strauß binden. Ja? Würde ich schon meinen, dass Jean-Amery da rausfällt. Ja? Ja, ein Amen. Da gibt es keinen Widerspruch. Wir sind ja, Sie haben ja, was ich sympathisch fand, Sie haben gesagt, das, was Sie reizt am Unglück, sind die zugegebenen Spannungen. Nicht, dass wir das hier harmonistisch wegbügeln und sagen, ja, wir sind uns einig und so. Ja? Aber ich glaube, dass dieses Element, da würden Sie mir zustimmen, dass diese Grundgestimmtheit da war. Ja. Was sonst immer heißt, ja, das arme Auschwitz-Opfer oder so. Ja? Die zweite Person, um die, das ist jetzt eine Frau, Ingeborg Bachmann, die hat, was Sie auch andeuten, und das sind eigentlich fast die heiteren Partien, meine Damen und Herren, in diesem Buch, die unerwartet heiteren. Die Frau Bachmann, die hat die Fähigkeit, sich auf Kränkungen zu konzentrieren. Die hat Tage beschrieben, da wird man vor Kränkung ganz grau. Ja? Also sie hat eine hohe Fähigkeit, Kränkungen wahrzunehmen, auf sich zu beziehen und zu behalten. Das ist also im Sinne von Watzlawick ein guter Schritt zum Unglücklichsein. Wenn man das hat, hat man die Chance, unglücklicher zu werden. Ich sage es mal ein bisschen provokant, um vielleicht in unser Gespräch ein bisschen das hineinzubringen. Und was habe ich da als unerwartet komisch erlebt? Also wir haben zwei hoch anerkannte, hochbegabte Mimosen, Frau Bachmann und Herrn Celan. Jetzt beschließen sie noch eine Liebesbeziehung miteinander zu haben, zwei Mimosen. Ja? Man kann sich denken, wie geht die Sache aus? Natürlich geht sie literarisch interessant aus, entstehen interessante Texte. Aber, und das finde ich, das ist, ich weiß nicht, ob das Absicht war, Herr Burmuth, das ist eine Lakonie, die da mit drin ist in dem Text, wo Sie fast ringen, wer hat jetzt das schlimmere Schicksal? Na, ich weiß nicht. Das hat mich als Leser so wahrgenommen, möglicherweise haben Sie das gar nicht inkludiert, sondern dass die fast ringen und Sie, die angeblich Lebensuntüchtige, kickt ihn fast raus und sagt, jetzt schau doch mal auch auf was Gutes. Ich glaube, Ingeborg Bachmann ist anders als Paul Celan. Ich glaube, was erstmal auffällt, dass sie eine brillante Philosophin ist. Ja? Ihre Doktorarbeit über Heidegger ist enorm gut für die Zeit. Über Wittgenstein schreibt sie sehr scharf als eine der ersten. Über Simone Weil, über Robert Musil, glasklare Texte fürs Radio ursprünglich geschrieben. Und natürlich. Sie inszeniert sich, das haben viele berichtet, die sie kennen, und was sie erzählten, glaube ich, ist genau so, aber
sie war eben nicht nur Opfer und nicht nur die etwas, sondern sie hat das an bestimmten Stellen sehr bewusst eingesetzt, aber konnte auch ganz anders. Während Paul Celan ist tatsächlich derjenige aus verschiedenen anderen Gründen, das kann man auch jetzt hier nicht ausführen, der den Opferstatus vielleicht wie kein anderer zelebriert hat. Das ist ein eigenes Thema nochmal, auf das ich... Aber Sie hatten keine Lust, den aufzunehmen als Fünften im Bunde. Ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das hätte es gesprengt. Und Beatrice hätte es nicht... Nein, ich weiß, nein, ich glaube, es hätte es gesprengt. Das war jetzt gar nicht der Punkt. Ich habe durchaus schon über ihn nachgedacht und jetzt gerade auch als Thomas Sparbuch über die Todesfuge erschienen, darüber mit ihm gesprochen, anderes. Aber das wäre sprengend gewesen. Ich glaube, das war nicht mein Punkt, weil Ingeborg Bachmann als Freundin von Uwe Jonsson, auch als gute Bekannte, war jemand, die mich fasziniert hat, eben wirklich primär von ihrer philosophischen Klarheit her. Dann das war ihr Zugang? Das war mein erster Zugang, die Begeisterung von ihren Essays, die Fähigkeit, essayistisch zu schreiben, dann ihre Gedichte natürlich. Überhaupt, alle diese Autoren habe ich zuerst entdeckt als Leser. Ich habe sie mir nicht gesucht, wo sind problematische Typen, sondern meine erste Erfahrung war das Lesen. Also Jahre bevor ich anfing, wissenschaftlich. Also ich glaube, das ist wichtige... Das ist eine wichtige Information, die Sie jetzt geben, ja? Ja, das ist also ganz klar, das waren langfristige Lektüren, wobei ich anfangs nicht darüber nachdachte, dass ich da mal was machen wollte, sondern ich habe einfach von Freunden oder selbst entdeckt, Bachmann, Jonsson, Amari, über Jahre gelesen und dachte, die sind gut und das geht weiter und dann die Verbindung gesehen. Das ist das Erste, dass sie wirklich eine großartige Autorin war und ist und die eben, und das finde ich, die einen Sinn für die Problematik hat, dass der Mensch zum einen rationale Klarheit will, aber dass er mit dieser Klarheit eben auch ins Unglück schaut, des eigenen Lebens, des allgemeinen Lebens und dass der Mensch ein ungeheures Glücksbedürfnis hat, im guten Sinne. Also wie Nietzsche das sagt, den sie auch kennt, der Mensch will vergessen, will einfach da sein und will alles das Problematische hinter sich lassen. Er wäre gern eben selbst vergessen und im Moment des Aufgehobenseins. Und Bachmann hat das zum einen... dieses Aufgehobensein der Jetztwelt in diesen religiösen Typen als eine Form von religiöser Ekstase des Außer-sich-Seins. Bei Simone Weil, bei Robert Musil hat sie den anderen Zustand zwischen den beiden Geschwistern als Idealzustand völlig abstrus, aber eben auch beschrieben, das Ideal der erotischen Verbundenheit zweier Geschwister, die in einem fast mystischen, verschmolzenen Zustand außer sich sind und diese furchtbare Welt hinter sich lassen können. Und sie hat das dann in ihrem eigenen Leben durchaus sehr rege praktiziert, neben der Klarheit eben in erotischen Liebesverhältnissen, nicht nur mit Paul Celan, sondern mit verschiedenen Menschen. Aber das ist eben das Tolle an der Beziehung, oder toll, das klingt so komisch, das Wichtige an der Begegnung und Beziehung zu Paul Celan, dass da zumindest für Momente die Verbindung zwischen geschichtlicher Klarheit über das Unglück der Geschichte und das erotische Verbundenseins eins war. Wie bei keinem anderen Mensch, glaube ich. Aber weil das eben bei den beiden, bei so heiklen, schwierigen Persönlichkeiten kein Dauerzustand sein konnte, war Ingeborg Bachmann gerade im Jahr 1957, 58, als nach den frühen Wiener Zeiten sie sich wieder trafen auf einer Tagung und Celan sagte, also wir müssen zusammenkommen, ich muss meine Ehe hinter mir lassen. Sie sagte, Paul, bleib bei deiner Frau, deinem Sohn, ganz pragmatisch, aber im Grunde auch wusste, wenn wir wirklich zusammenkommen, gibt es ein Chaos. Also es kann nur für Momente gut gehen, es ist eine Idealvorstellung. Und sie hat es in ihrem Leben eigentlich dann nur selten geschafft, beide Seiten zu verbinden. Und das Buch Malina ist ein Ausdruck der Spannung des bewussten Ichs zwischen diesen ekstatischen Momenten, die sie mit der Figur Ivan erlebt, den Glücksmomenten, glücklich mit Ivan, und die Momente, das Leben, das tägliche Leben mit Malina, dem Militärhistoriker, der für Klarheit steht, und dem sie sozusagen am Ende Tribut zollen muss. Das heißt, das Leben mit Ivan verblasst langsam im Zuge des Buches und das Leben mit Malina behält die Vorherrschaft im Leben und führt dann eben zur Auflösung dieses Ichs.
das ist diese Romankonstellation, aber sie hat einen ungeheuren Sinn gehabt für die Vielfalt des Menschen, der sich in seinen verschiedenen Interessen nicht integrieren kann. Also Sie haben es ja schon angedeutet, das ist eine ungemein gescheite Frau gewesen. Und die hat sicher dieses Lebenspech, kann man, ob man das Pech nennen kann oder Unglück gehabt, was intelligenten Frauen auch jederzeit wieder passieren kann, auch intellektuellen Frauen, dass die Männer damit schwer zurechtkommen. Max Frisch kam damit schwer zurecht anscheinend mit dieser intellektuellen Frau. Ja. Das ist sicher ein Teil dieses Unglücks, das manche sehr begabte oder gelehrte Frauen haben, dass sie dann nicht, dass es sehr schwer ist, da einen passenden Partner zu finden. Das ist ihr anscheinend nicht gelungen. Und ich denke, das hat zu dieser Schwingung oder Stimmung geführt. Sie zitieren ja dann auch, es gibt das letzte Gedicht, Böhmen liegt am Meer, also 64, gibt es ja diese Verszeile, ich will zugrunde gehen. Noch lange bevor sie dann zugrunde, oder länger bevor sie zugrunde gegangen ist, 9 Jahre davor, ich will zugrunde gehen, also wo so eine Schwingung, eine Stimmung da ist. Und das ist, wollte ich Sie fragen, ist Ihnen bei der Beschäftigung mit Ihren Protagonisten so gegangen, dass Sie gefühlt haben oder gedacht haben, ja, wenn das anders gekommen wäre, das ist natürlich ein Konjunktiv, ja, wäre es aus diesem Unglücklichsein, hätte es einen Ausweg gegeben, möglicherweise? Nein, also ganz klar nein. Also ich bin kein Therapeut. Nein, aber war das so festgeschrieben? War das so festgestanden? War das eine Konstellation, wo man sagen kann, das ist mehr oder weniger absehbar, dass es so geendet ist? Das kann ich schwer beurteilen. Also, das kann man schwer beurteilen. Zwar bloß, zu was würden Sie tendieren? Mir ist bewusst, dass das nicht leicht zu beurteilen ist. Es ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, ich habe quasi ein Leben, ich habe einen Berg und ich will das verstehen. An manchen Stellen kann man schon sagen und überlegen, was wäre gewesen, wenn andere Menschen aufgetaucht wären. Das ist, aber das Leben lässt sich sozusagen, also es ist nicht mein Punkt, ein ideales Leben zu beschreiben, sondern nein, das Material dieser Leben, die vorhanden sind, die durch die Quellen, auch dankenswerterweise, wenn wir nicht die Briefwechsel hätten, die ediert werden, hätten wir eben nur das Werk selber. Und ich glaube, das ist für mich eine wichtige Überzeugung, dass die Fähigkeit, sich gegenüber Freunden, intimen Partnern, Partnerinnen im Brief zu äußern, enorm wichtig ist für das Verständnis eines Menschen. Dass wir als Wissenschaftler, also die Kollegen wissen, wovon ich spreche, also ein Glück haben, dass es diese Dokumente gibt, die uns Leben eröffnen. Und, erzählen Sie noch mal ein bisschen, was wollten Sie genauer verstehen? Es geht Ihnen ums Verstehen. Ja, was natürlich. Wollten Sie verstehen? Wollten Sie verstehen, wie das zustande kam, dass das sich so vollzogen hat bis zu diesem Verunglückungspunkt oder bis zu dieser Verunglückungsdynamik hinein? Wollen Sie das verstehen? Oder meine Fragen gehen nicht darin, ja, die hätten nur ein bisschen Therapie gebraucht, dann wäre es ihnen gut gegangen und so. Also so wollte ich nicht missverstanden werden, sondern ich wollte verstehen, was Sie da interessiert hat. Ich glaube, spannend war das Grundsätzliche dieser zwei Lebensprinzipien, die in Malina deutlich werden, ne? Der Klarheit und des Wunsches nach Vergessen, nach Ekstase. Das kann manchmal zusammengehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es auseinanderfallen muss, aber das ist ganz Nietzsche eben. Also diese Fähigkeit zu sehen, der Mensch ist nicht nur einmal rationale. Ja, ja. Er ist auch ein ekstatisches Wesen und er braucht Erlösung. Also es ist religiös. Braucht Erlösung. Es gibt verschiedene, wir alle brauchen das. Und das, glaube ich, ist eine... Glauben Sie, ja? Unbedingt. Also ich wüsste nicht, wer nicht aus seinem Leben, aus der Alltäglichkeit erlöst werden wollte. Ich kenne niemanden. Sie kennen niemanden. Wüsste nicht. Also das, glaube ich, ist ein Privileg des Menschen, sich als problematisch empfinden zu können. Das gibt unsere Lebensspannung. Also keine Philosophie, keine Kunst, keine Religion ohne dieses Verlangen. Also das macht uns aus. Das ist ein Privileg, das wir gegenüber den Tieren haben, dass wir tatsächlich die Misslichkeiten des Lebens versuchen können, anders anzugehen nochmal. Es ist ein enormes Privileg. Und vielleicht ist es auch so, dass man in der Alltäglichkeit das nicht so spürt, aber gerade diese Schriftsteller, das macht die ja aus, dass sie in ihrer Problematik das vielleicht gegenüber den Alltagsverdünnungen, will ich mal sagen, ja, Alltagsverdünnungen, ne? So scharf machen, dass wir anderen das merken, hoppla, hier ist doch was, ja. Hier ist doch was, ich lebe, aber lebe ich wirklich, ja? Das ist eine gute Frage. Also
es tauchen so Begriffe auf bei der Ingeborg Bachmann, Liebe als persönliches Rauschmittel, ja? Oder aber auch Ideen zu dieser Passionsgeschichte, oder inwieweit, da kommen wir später nochmal drauf bei Ulrike Meinhof. Ja? Andererseits erwähnen Sie auch, das Leiden, müsse, Leiden ohne Sinn wäre ja dann furchtbar. Ja? Und wo sie in einer Figur deutlich macht, sie hat jetzt nicht den Ehrgeiz, sich Klarheit zu verschaffen. Da wollte ich Sie fragen, ist das diese Figur eine Auslagerung von sich selbst oder ist das eine Entscheidung, die Sie so wahrgenommen haben? Das kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, wichtig ist, dass sie das sich bewusst macht, dass es dieses Moment gibt, im Unklaren bleiben zu wollen. Es gehört genauso zu ihr wie das Moment der Klarheit. Das macht sie eben aus. Sie ist ein unheimlich scharfer Kopf. Das würde ich auch so sehen. Und vielleicht kann man das an einem Beispiel zeigen, dass sie über die Vergangenheit ihres Vaters. Ja, ja genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen. An der Stelle. Vielleicht hat sie untergründig sehr genau gewusst, wie heikel es ist, aber sie wollte für sich, aber auch für die Öffentlichkeit das nicht klar bekommen. Und das finde ich sehr überzeugend. Weil es so schmerzhaft wahrscheinlich ist. Ja, weil wir alle haben bestimmte Dinge, über die wir vielleicht nicht sprechen wollen und können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich mich von dem Therapeutischen sehr unterscheide. Ich glaube nicht an die Besprechbarkeit der Dinge, an aller Dinge. Ich glaube, man kann Umgang finden und vielleicht durch was Indirektes oder was anderes etwas überwinden, was daraus machen. Vielleicht gelingt es auch nicht in vielen Leben, aber in jedem Fall ist das eine Illusion, die vielleicht Freud am stärksten ausdrückt, wobei er auch nicht naiv war. Es lässt sich nicht alles besprechen und es ist in verschiedensten Lagen des Lebens sogar sehr gut, nicht über Dinge zu sprechen, wo die heutige Therapieforschung natürlich auch dran ist, aber und die Dichter, gerade da, wo sie nicht über Dinge sprechen können, sind vielleicht am tiefsten. Und manchmal hat man den Eindruck, wenn heikle Themen angesprochen werden von Leuten, dass diejenigen, die es ansprechen, am wenigsten betroffen sind. Weil die es ansprechen können. Was sie nicht ansprechen konnte, Ingeborg Bachmann, war diese familiäre Geschichtsklitterung, dass der Vater als Österreicher bereits 1932 Mitglied der NSDAP gewesen ist. Und sie hat ja ihr ganzes Schreiben, das glaube ich, kann man so sagen, auch als eine Reaktion auf dieses Dritte Reich, das sie als junge Frau und als Mädchen, junge Frau erlebt hat, ja, gesehen. Das ist ja ganz stark und die erste persönliche, glaube ich, Beziehung war mit einem Juden, also überhaupt, als eine Reaktion auf dieses Dritte Reich. Gut, damit die anderen auch eine Chance haben, dran zu kommen. Wir arbeiten richtig, ne? Bitte? Wir arbeiten richtig. Sind Sie angestrengt? Nein, hoffentlich. Das längste ihrer Porträts geht über Jonsson und es ist eine Erfahrung, die Sie sehr differenziert beschreiben. Man kann sagen, die Erfahrung eines gebrochenen Herzens, was der Volksmund so gebrochenes Herz genannt hat. Das kann man medizinisch fassen mit der Herzerkrankung und mit den Folgen dieses gebrochenen Herzens umzugehen, literarisch. Und das sind Sie, und das finde ich sehr, hat mich überzeugt als Leser, bleiben Sie in einer empathischen Distanz mit Ihrem beschriebenen Objekt, fühlen sich ein, sehen aber ganz genau auch, wo das bei Uwe Jonsson ins Paranoide, ins Wahnhafte kippt oder wo er bestimmte Wirklichkeitskonstruktionen einfach so aufrechterhalten will. Und Sie machen dem Leser damit, was sein Verleger gesagt hat, Hintergedanken über einen Herrn Hinterhand, der eine Geschichte, es geht um, kurz vorweg zu sagen, es geht um was Jonsson als einen Verrat erlebt hat, um den Ehebruch seiner Frau. Und dieser Ehebruch fand statt etwa 10 Jahre bevor sie es, oder ja, noch früher, glaube ich, 12 Jahre bevor sie es veröffentlicht hat. Ich glaube 1962. Dieser Ehebruch mit dem tschechischen Musikwissenschaftler. Soll ich was sagen? Ja, bitte. Ja, ich glaube, das ist ein, also wichtig ist, dass sozusagen die Eröffnung der Problematik 1975 stattfand, und das, glaube ich, ist entscheidend, als Max Frisch die beiden Jonssons in ihrem neuen Domizil in England besuchte. Und Max Frisch ist ja bekannt als jemand, der seine komplexen Beziehungsverhältnisse in seiner Literatur ausdrückt. Das Buch Montauk war sozusagen am Werden und Uwe Jonsson war der Gegenleser
Und da kommen sowohl Ingeborg Bachmann als Marianne Frisch vor und andere, eine junge Amerikanerin. Und ich glaube, das Entscheidende war in diesem Moment, dass Uwe Jonsson gegenüber Frisch aufgetreten ist als derjenige, der aus einer sicheren Position von diesem Problem nicht belangt zu sein sprechen kann. Und seine Ehefrau in einer gewissen Weise, die lange Zeit sozusagen ihre kurzzeitige Beziehung, als sie als Austauschstudentin in Prag war, mit einem beeindruckenden Musikwissenschaftler. Ja. Das war schon in den 50er Jahren? Nein, es war in den 62, bevor sie heirateten. Und, kurz bevor, ja. Ja, und wir hatten eine kurzzeitige Beziehung und dann ist sie zurück und hat geheiratet, aber noch den Briefkontakt aufrechterhalten und nochmal Besuch. Aber in jedem Fall sozusagen, und das war sozusagen, war sie nicht die Person, die für das Idealbild von Uwe Jonsson hätte stehen können. Und hat aber, und das ist das, glaube ich, Dramatische, über all die Jahre es sozusagen auch für sich zurückgehalten. Und in dem Moment, wo sozusagen eine gewisse moralische Selbstherrlichkeit bei Uwe Jonsson im Gespräch mit Max Frisch, so stelle ich mir das vor, auftaucht, ist es ein Impuls, so ist es aber nicht. Und dieses Moment hat sich fatal ausgewirkt, weil Uwe Jonsson, das kann man auch ein Stück nachvollziehen, und da danke ich eben auch den Funden, die meine Kollegen mir zu Wissenschaftstexten noch eröffnet haben, dass Uwe Jonsson in dem Moment zumindest Gefühl haben musste, hier ist meine Frau mit einem Tschechen über längere Zeit im persönlichen Gespräch gewesen. Es geht gar nicht um den Ehebruch, sondern diesen Austausch, auch Gedankenaustausch. Und ich schreibe mit ihr meine Jahrestage ab 1968 und bin mir nicht sicher, wie ich angenommen habe, dass ich der einzige Kommunikationspartner war, der mit ihr darüber gesprochen hat. Das heißt, er musste denken, hier ist eine andere Person in uns zutiefst schriftstellerisch wie persönlich betreffende Dinge eingebunden gewesen. Und an der Stelle kommt sozusagen auch sein Charakter, kam das psychiatrisch mit, also ein gewisses wahnhaftes oder vermutendes Verdachtsdenken, das durchaus, wenn man psychiatrisch sein möchte, auch mit gestärkt wird durch einen exzessiven Alkoholkonsum über lange Zeit. Ja. Und diesen Moment, was war zwischen meiner Frau und diesem Mann an Gespräch, verselbstständigt sich und wird zu einer krassierenden Vermutung, die über den reines Faktum eines Ehebruchs völlig hinausgeht, sondern ein Vertrauensbruch in diesem Sinne, im Innersten seines schriftstellerischen Selbstverständnisses. Und das ist eine Dynamik, die man nachvollziehen kann, und die bei ihm dahin führt, dass er dann 1980, fünf Jahre später, in seiner Frankfurter Vorlesung Begleitumstände dieses Verdachtsmoment in einer großen Öffentlichkeit erst in der letzten Fahne, nicht jetzt in der Vorlesung selber, sondern in der Druckfahne, ausbaut, dass die Frau durch einen tschechischen Agenten, ja? Glaubte er, was nicht stimmte, ja? Und da merkt man sozusagen dieses Überhöhen eines sogar staatsfernen, ja, Wissenschaftlers zu einem Agenten, der schuld sei, dass er über Jahre an seinem Buch aber nicht schreiben können. Und das ist das Dramatische, diese Verselbstständigung der Geschichte, die Veröffentlichung dieser Version. Und zugleich, es gibt ein beeindruckendes Gedicht von Thomas Prasch. Wollen Sie es mal vorlesen? Ja, das könnte man machen. Wo ist es denn? Ich schaue mal, dass ich es schnell finde. Hier, das ist Seite 146. Ja, das heißt Halbschlaf, und das hat Thomas Prasch nach einem Besuch 1982, das vereinsamt in einem Küstenort lebenden Uwe Jonsson in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht. Und Jonsson hat es sich selber ausgeschnitten und in einem Rahmen an die Wand gehängt. Und das heißt Halbschlaf. Und wie in dunkle Gänge mich in mich selbst verrannt, verhängt in eigene Stränge mit meiner eigenen Hand. So lief ich durch das Finster in meinem Schädelhaus, da weint er und da grinst er und kann nicht mehr heraus. Das sind die letzten Stufen, das ist der letzte Schritt. Der Wächter hört mein Rufen und ruft mein Rufen mit. Aus meinem Augenfenster in eine stille Nacht zwei rufende Gespenster, eins zittert und eins lacht, dann schließt mit dunklen Decken er meine Augen zu, jetzt schlafen und verstecken und endlich Ruhe.
Also man sieht die Betroffenheit über sich selbst. Wenn man weiß, wie Thomas Pass gestorben ist, ist das ein merkwürdiges Gedicht auch nochmal, nicht? Das außerdem. Aber das ist ja ein bisschen eine Kurzform der Dynamik. Endlich ist Ruhe. Ja? Diese Sehnsucht einfach auch eines Menschen, der sich an seinem Leben abkämpft und aus diesen Konstellationen nicht herausfindet, der sie möglicherweise in Literatur transzendiert, ja? Aber trotzdem in ihr verfangen bleibt. Wobei man natürlich gerechterweise sagen muss, vielleicht ist Ihnen das wieder zu therapeutisch, Herr Bormuth, das weiß ich nicht, war der ja eigentlich mit dem Alkohol verheiratet, nicht mit seiner Frau. Das ist mir zu therapeutisch. Weil er ist ja in gewisser Weise ständig weg gewesen. Und es ist erstaunlich, dass er dieses immense Werk herstellen konnte in 30 Jahren bei diesem Alkoholkonsum. Ja, das ist also ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema, aber ich würde trotzdem, also da können ja die Meinungen oder Sichtweisen dann nebeneinander stehen. Ich finde es schon erstaunlich zu sehen, dass er quasi für diese Frau ja auch ein Stück weit weg war, weil er in dieser, so wie Leute auch schildern, ich weiß nicht, wie durchgängig das war, aber es war ja, Sie schildern das ja selbst, ein sehr schwerer Abusus. Ja, ja, ich glaube, Uwe Jonsson hat, ich bin mir nicht ganz sicher, immer zu bestimmten Tagen sehr spät nach der Arbeit angefangen zu trinken. Also sie konnte sehr gut kontrollieren, wann er trinkt. Und sicherlich ist das auch eine Form der Alkoholabusus, in der Weise vielleicht genetisch ein Stück bedingt, aber natürlich auch eine Form der Erlösung, ganz klar. Der Rausch ist was Schönes. Sich vergessen können, ohne Frage, ist was Schlimmes, ist eine Gewohnheit drin, aber sicherlich hat er sehr lange Zeiten über Tag gehabt, wo er hochpräsent war, wo er schreiben konnte, aber ganz klar ist eben die Verselbstständigung des Wahnes auch induziert durch den Alkoholmissbrauch. Das muss man sagen, mit verschiedenen Psychiatern gesprochen, die sich gut auskennen, die sagen, es ist tatsächlich... Klassischer Eifersuchtswahn ist es in dem Fall auch gewesen. Aber jetzt ist diese Lebensgeschichte, die Sie da schildern, hat sozusagen noch eine besondere Drehung, die Sie sehr genau ausleuchten. Das ist die Legendenbildung, die sein Verleger betrieben hat. Ja? Und diese Legendenbildung hat die Folge, dass man jetzt an all diese Texte überhaupt herankommt. Also er war befreundet mit dem 10 Jahre älteren Siegfried Unselt, der ihn verlegt hat, der ihn von Anfang an unterstützt hat. Und der ein Bild gezeigt hat eines verratenen und verlassenen Mannes und einer bösen Frau. Ja? Und das auch durchgehalten hat, bis dass die Frau das juristisch einklagen musste, ja? Dass er das nicht mehr so verbreiten darf. Also man hat als Leser sozusagen, jemand, der sich mit einem Werk eines Autors genauer beschäftigen will, durch die Strategien des Verlegers die Möglichkeit, es überhaupt zu können. Während ihm gleich, also das war jetzt mein Eindruck bei der Lektüre Ihres Textes, diese Autofiktion, ich gehe da manche Leute davon aus, mit der Forscher des autobiografischen Gedächtnisses, dass wir alles Autofiktionäre sind, dass wir die Dinge, die wir erleben, bearbeiten, verdrehen, minimal so, dass sie in unsere Welt hineinpassen. Ja? Und jemand, der, wo Sie sagen, da gibt es eine wahnhafte Disposition, neben einem ausgesprochen klaren Geist, der Uwe Jonsson auch war, sind ungeheuer scharfe und klare Beschreibungen, die er abgibt, dass er ein bisschen, man nennt es in Frankreich corriger la fortune, ja, dass diese Erlösung einerseits, ja, dass das zu Ende bringen zu dürfen und gleichzeitig diese Überlastung möglicherweise dann das Unglücksbild oder die Verunglückung, ja, bis zu diesem Herztod, wahrscheinlich ist es ein Herztod gewesen, ja, weil sie ist ja obduziert worden, ja. Wahrscheinlich ist es ein Herztod gewesen, an dem er letztlich gestorben ist, dass das so zusammenführt. Und das macht es bei einem Autor besonders, wie sagen wir, schillernd. Oder, ja? Ja, man kann nur sagen, eine Art Arbeitsgemeinschaft sehen, ja, zwischen Uwe Jonsson, der in seinem Wahn steckt und der nicht herauskommt, und seinem Verleger, der nach der Trennung zwischen Elisabeth und Uwe Jonsson 1978, ja, durchaus sieht, dass sein Autor im Buch nicht weiterkommt und auch sieht, dass beide hatten ein Testament, gemeinsames, und dass er auch jemand ist, der sich immer mehr auch sagen krank schreibt, also Herzinfarkt schon auch hatte, und der Verleger überlegt, wie geht das weiter? Und
das ist das, was ich anhand der veröffentlichten Briefe schon auch meinte, verstanden zu haben, dass er systematisch die Seite in Johnson, die dieses Verdachtsmoment hat, stärkt. Und an bestimmten Stellen auch insofern stärkt, als er zur Veröffentlichung drängt, in bestimmten, sagen, angesehenen Foren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der sehr heikel ist, dass jemand bei einem Menschen, von dem er weiß, dass er einseitig denkt, nicht gegensteuert, sondern ganz bewusst zum Beispiel den abgelegen erschienenen Beitrag der Festschrift zu Max Frisch zu einem Einzelband der Bibliothek Suhrkamp macht. Das heißt, es ist eine ganz andere literarische Wahrnehmung eines Einzeltextes, wo Johnson noch sagt, meinst du denn, Siegfried, dass dieser kleine Text da in der Bibliothek bestehen kann? Ja? Und ich glaube, dass Unsel ein großer Stratege war. Zweifellos, ja. Und sehr genau wusste, was er da tut. Und dann später eben nach dem Tod von Johnson und diesen ganzen Testamentsquerel mit der Witwe sehr genau auch die eigene Geschichtsschreibung, ja, betrieben hat, ja, betrieben hat in einer Weise, wo ganz deutlich wird, dass er der Witwe Johnsons eine bestimmte Schuld gibt an dem, was passiert ist. Und das ist herb. Mhm. Das ist jenes von Gut und Böse und ist auch nicht zu entschuldigen. Es ist infam, muss man deutlich sagen. Und der Text ist wirklich ganz stilistisch klug von Unsel, aber wirklich infam in diese Richtung. Sagen, mein Autor hat an einem metaphysischen Verratserlebnis gelitten und dieses Erlebnis hat ihn umgebracht. Und alle anderen Faktoren, seine eigene Person, der Alkoholismus, wird alles. Und an der Stelle muss man wirklich sagen, es ist der Verleger gewissenlos. Also das ist die eine Seite. Und Edmund Witzisler besonders weiß, wie stark ich im Laufe des Schreibens empört war. Und erste Fassungen des Ganzen waren wirklich eine Abrechnung mit der Figur von Siegfried Unseld. Er hat ja selber zwischen seldisch und unseldisch unterschieden, Uwe Johnson. Ne? Ja, und ich glaube, und das Wichtige ist, dass sicherlich man auch dann werkgeschichtlich davon sprechen muss, dass diese furchtbare Art der Darstellung von Unseld am Ende dazu geführt hat, dass Johnson auch auf Druck finanzieller Art des Verlages, und der war sehr immens, der Druck, sein Testament verändert hat, sodass der Verlag in die Rechte hineingesetzt wird, die ehemals die Witwe hatte und damit natürlich auch die Arbeit am Nachlass gewährleistet ist. Und an der Stelle muss man zumindest als Forscher sagen, ist man einem gewissenlosen Verleger dankbar. Ja, das ist und das ist der Widerspruch, in dem man sich selber bewegt, dass man sieht, jemand macht etwas mit schlimmsten Mitteln, was vom Endergebnis her zumindest für die Forschung bedeutet, bestimmte Quellen nutzen zu können, bei einer Persönlichkeit, die eben ein Autor von Weltrang ist, wo das sinnvoll ist, auch Briefe zugänglich zu haben. Ja, genau. Und das, glaube ich, ist eine Aporie, ein Widerspruch, der sich nicht auflöst und der das Verfehlen der menschlichen Komponente bei Unsel gegenüber Elisabeth Johnson nicht entschuldigt. Es gibt keine Lösung. Man kann nur sagen, als Forscher ist man über diese Entwicklung am Ende dankbar, weil hätte Frau Johnson, so meine ich kann es nicht genau sagen, die Rechte alleine behalten, hätte sie sicherlich nicht erlaubt, dass aus Nachlassmaterialien so gearbeitet wird, wie es heute üblich ist. Tja. Ich komme zu der letzten der Personen, die, wie Tipp hat es angedeutet, fast ein bisschen rausfällt, ja? Keine Autorin im klassischen Sinne ist, obwohl es natürlich Bücher von ihr gibt, wo sie eine sehr schreibbegabte Frau war, zu Ulrike Meinhof. Und Sie machen das sehr eindrücklich am Anfang Ihres Porträts, dass Sie einen scharfen Gegensatz aufbauen. Die Frau, selbe Jahrgang wie Uwe Johnson, 1955, als noch 20-Jährige, da ist sie noch nicht 21, bekommt sie bei der Studienstiftung, wird sie als begabt zum selbstständigen Denken angesehen. Besonders, was ungewöhnlich war für 1955, eine Frau, ich bitte Sie, ja, dass mir das überhaupt zugetraut hat. 15 Jahre später ist sie Staatsfeind Nummer 1. Das machen Sie, das ist zumindest Schreib, also ist, da machen Sie einem als Leser durchaus Lust, das sich genauer anzuschauen, was ist in diesen 15 Jahren eigentlich passiert mit dieser Frau. Gott sei Dank. Ja?
Und das, diese stufenweise Radikalisierung, die Sie dann nachzeichnen, und auch, wie gesagt, sie war ja in Marburg auch, ne, sie hat ja dann ihre Promotion abgebrochen und so weiter, als sie Herrn Röhl kennenlernte. Sie war eine gewissenhafte Protestantin, eine skrupellose Terroristin, wie das ineinander schillert. Das, also diese Texte haben auch viele Zwischentöne, die wir jetzt natürlich gar nicht so ausloten können, wo das so schillert. Wir haben das jetzt ein bisschen genauer mit Uwe Jonsson so gemacht, aber auch bei Frau Meinhof ist es so, dass es so hineinschillert, bis hin, Sie bringen da auch, das finde ich immer sehr wichtig bei solchen Büchern, diese persönlichen Geschichtsklitterungen mit Renate Rimek, ja, mit dieser überzeugten Demokratin, Radikaldemokratin, die aber dann sehr, sehr nah mit der NSDAP war als junge Frau, ja. Bis zu der Neigung von Ulrike Meinhof, Probleme theologisch zu radikalisieren. Es fällt der Satz, den einer ihrer Liebhaber gesagt hat, sie sei mit dem Unglück geboren. Ja? Das ist ein bisschen, es schillert auch so, was dieses Porträttitel, die sie nehmen, also das heißt, es ist fast wie ein Fatum darstellt, ein griechisches Fatum, da kommst du so und so nicht heraus. Die ist sozusagen kein gutes Leben bestimmt. Sie landet ja dann auch im sogenannten Toten Trakt. Das war wahrscheinlich das schlimmste Gefängnis der 70er Jahre in der Bundesrepublik. Also wird dann 24 Stunden, wird da Licht in der Zelle. Ja, das ist wirklich Isolationsfolter. Es geht sogar die Idee, man wolle sie zu einem Selbstmord hin erpressen. Das ist eine interessante, für die ganze Thematik interessante Variationsgang, den sie damit aufmachen. Wobei sie auch immer wieder sagen, was ich sehr anregend finde, dass man darf nicht der Folgerichtigkeitssog folgen, dass das alles so stimmt. Dieser Selbstmord, ich bleibe jetzt mal bei dem Selbstmord, da ist ja unklar, ob es denn wirklich einer war. Und da möchte ich als Leser zumindest die Frage stellen, Sie sagen, der BND, der verdächtigt war, ihr in den Tod, in den Freitod sozusagen geholfen zu haben, hätte nicht gewusst, welche Bedeutung der 8. Mai gehabt hätte. Das schien mir als Leser nicht triftig. Weil ich glaube, Geheimdienste sind symbolische Veranstaltungen, das hat Jean Le Carré gezeigt, die wissen, in Chiffren zu denken. Der 8. Mai war damals in den politisierten 70er Jahren schon ein Datum. Und dass sie gerade an diesem Tag der deutschen Kapitulation kapituliert hat, gewissermaßen, mit ihrem Leben, ja, das klingt merkwürdig, fast wie ausgedacht ein bisschen. Ja. Haben Sie denn bei Ihrer Beschäftigung mit dem Thema, gehen Sie da von einem Selbstmord aus oder doch von einem Mord, den man einfach nicht so belegen kann? Also ich will die Frage gar nicht beantworten jetzt. Sondern, nicht beantworten. Weil ich glaube, wenn man es andersrum, also das hat mich, man kann die Frage stellen, man kann auch überlegen, aber das ist gar nicht mein Thema. Und vielleicht habe ich mich auch geirrt in der Darstellung, sondern mein Thema ist eigentlich, wie wird sie zu der, die sie am Ende ist? Egal, sicherlich, ich habe die Deutung der Selbsttötung, aber das ist nicht die letzte Frage, sondern... Die Frage ist die Passionsgeschichte. Die Frage ist, die auch, also die versuche ich darzustellen, aber die Frage ist, was mich fasziniert hat, und das war eben der Anfang, zu sehen, da ist jemand, der unerhört genau denkt auch. Ne? Das ist eine sehr kluge Frau. Sie ist, wie sagten ja, frühe Studentin der Studienstiftung. Und das war für mich natürlich, ich will erstmals mit dem Fall 2016 sehr spät, also nach den ganzen anderen, zufällig, weil ich auf einer Tagung war von Psychiatern, wo ein forensischer Psychiater, ein bekannter Mann aus Magdeburg, damals Professor, sie nutzte, um zu illustrieren, was bildgebende Verfahren können. Und natürlich gibt es die spektakulären Bilder nach Meinhofs Gehirnoperation, eine Klammerung eines Gefäßes. Und für ihn war das deutlich, hier hat jemand 1962 eine Operation gehabt und diese Operation war verantwortlich für ihre Gewaltbereitschaft. Und fantastische Bilder, und das fand ich dann doch ein Stück zu einfach. Und zu der Zeit waren zufällig die Protokolle der Studienstiftung und ihre Briefe an die Studienstiftung als Buch erschienen und in der Zeit vorab gedruckt. Also ein Zufall, ich hätte auch nicht davon erfahren müssen. Und die hatte ich gerade gelesen und sagte ich, Herr Kollege, wie sieht das da aus? Sollte man nicht auch gucken, neben diesem, man sagt in der Psychiatrie, prozesshaften, biologischen, was man erklärt, ob man nicht auch verstehen kann, ob das auch eine andere Dynamik gibt als die rein biologische.
die plötzlich was verändert. Und dann hat er das relativ locker, flockig abgelenkt. Und dann dachte ich, okay, im nächsten Jahr, bei der nächsten Tagung halte ich meinen Vortrag. Das hat Sie gereizt, ja? Das hat mich gereizt. Da bin ich da Freundchen. Und habe auch mit anderen Kollegen, das ist natürlich ein bisschen Heidelberger Schule, ne, verstehende Psychopathologie im rein biologischen erklären. Und ich will das nicht ausspielen, beides spielt eine Rolle. Aber es war deutlich, hier macht sich das jemand zu einfach, der wirksame Bilder einsetzt. Ja? Und dann war ich aber auch fasziniert von diesen Briefen als solchen. Wiederum, wer Studium kennt heute, sollte mal die Briefe lesen, die Studenten der 50er Jahre geschrieben haben als Semesterberichte an ihre an die Vertrauensdozenten. Da ist eine Energie drin, wissen zu wollen, eine Verdichtung auf 4 bis 6 Seiten, was man einem Semester gemacht hat. Ja? Das ist ungeheuer. Und dann war das der Zufall, dass sie auch über Jaspers gearbeitet hat, in Marburg schon angefangen mit der Ich-Du-Philosophie Martin Bubers. Dann geht sie nach Wuppertal, eine Provinzuniversität, wo zufällig ein Jaspers-Schüler ihr Professor wird und ihr eben die Idee einer existenziellen Kommunikation nach Jaspers nahebringt. Es wäre sogar vielleicht 1957 Jaspers in Basel schon an die 70 zu einem Besuch von Jaspers in Wuppertal gekommen, ins Oberseminar dieses Professors, und sie wäre als einzige Studentin zugelassen gewesen. Ist nicht passiert. Aber den Studienberichten kann man ablesen, dass sie eben fasziniert ist von dieser Idee der intensiven Auseinandersetzung. Und zwar nicht einfach so, das klingt ja gut, er will sich intensiv auseinandersetzen, sondern der Punkt ist, und da ist sie eben auch genauso scharf wie Ingeborg Bachmann, in der Moderne sind normative Setzungen, Werte nicht mehr selbstverständlich. Und die Jaspers-Idee ist, dass sozusagen eine existenzielle Kommunikation einer Welt, die keine Werte mehr zur Verfügung stellen kann, eine Gesellschaft, diese schöpferischen kleinsten Zellen sozusagen Werte produzieren im dialogischen Gespräch. Das ist schon Martin Buber und das ist Karl Jaspers. Und so kann man sagen, ist diese entzauberte Christin, die ehemals sehr religiös war, jemand, die sieht, durch das Studium sozusagen entzaubert, es gibt eine Möglichkeit, sich normativ zu vergewissern, wenn ich denn mit anderen, denen ich vertraue, so intensiv im Gespräch bin, dass wir im schöpferischen Dialog zu gemeinsamen Überzeugungen kommen. Das war die Idee der Studentin der Kunstgeschichte und Philosophie und Pädagogik. Und das Beeindruckende ist, dass diese Struktur der intensiven Gesprächsführung mit Einzelnen einer kleinsten Gemeinschaft, ja, einer kleinen Zelle, hatte sie zuerst erlebt in religiösen Kontexten, bis ins Studium hinein, dann in philosophischen Kontexten in Wuppertal, dann ging sie nach Münster 57, 58, als die Anti-Atom-Bewegung war und hat auf einmal die Normativität entdeckt in politischen Kadergruppen, die zum Teil sogar bis Verbindung hatten bis in die, also in die junge DDR, also richtig gehend sozusagen Kader dann. Und hat dann diesen Klaus-Rainer Röhl kennengelernt, der die Zeitschrift konkret machte und sie mit nach Ost-Berlin nahm, wo sie eben exklusiv dann auf einmal in politischen Kadern existenziell kommunizierte über die richtige Politik. Das heißt, für mich auch faszinierend zu sehen. Aber war das, wenn ich Sie da unterbrechen darf, war das eine existenzielle Kommunikation mit Bader und Enslin? Das kommt noch, weil letztendlich sieht man, die Struktur bleibt gleich, die Gruppen verändern sich, werden immer politischer. Und in Hamburg, in diesem Röhlkreis und konkret, ist es eben so eine Bürgerlichkeit, zu der Leute gehören wie Reich Ranitzky, ja, oder Joachim Fest, also richtige Bürger, aber auch Typen wie Rühmkorff. Das heißt, es ist eine bürgerliche Bohème, in der sie genau diese Art des Gesprächs führt, aber immer zynischer wird. Und sich dann sozusagen ein Stück angeekelt von dieser linkskritischen Haltung, die aber für nichts einsteht, geht sie 66, auch weil die Ehe scheitert, nach Berlin. Und da führt sie eben in Kommunen, auf einmal wieder im studentischen Publikum, ähnliche Gespräche. Also Rudi Dutschke, auch so eine charismatische Figur, wird ein ganz wichtiger Freund. Und zufällig gibt sie Unterschlupf Enslin, Bader. Und dann gibt es ja ganz viel Literatur, inwieweit diese Wohngemeinschaften und Gruppen auch sozusagen richtig so kleinste Gemeinschaftskreise werden, wo man sich ganz klar versichert, was man politisch zu denken hat, aber natürlich auch ideologisch. Da ist die Freiheit hin. Ne?
Das ist das Zentrale, dass eigentlich die Idee so einer Kommunikation davon lebt, dass man auch Nein sagen kann. Und das ist in diesen Gruppen nicht der Fall. Das heißt, hier wird schon recht suggestiv geguckt, was sagen wir. Und das ist ja. Aber Ihre Reaktion darauf war ja nicht so, dass sie wieder ausgestiegen ist aus den Gruppen. Nein, weil sie was politisch wollte. Das heißt, dem hat sie die existenzielle Kommunikation zurückgestellt. Das war dann die Tat, die Umsetzung. Nein, sondern sie hat schon, das war ja was Existenzielles, diese auch politischen Diskussionen, aber sie hat es sozusagen anders besetzt. Aber und sie hat natürlich auch bewusst selbst manipuliert. Ne? Ja, ja. Das tun ja die allermeisten, die von Offenheit reden und Freiheit im Gespräch, wissen genau, was sie wollen. Ja, richtig. Also das ist vollkommen klar, das ist oft Rhetorik, lernt man in der Klinik. Ja, ja. Also Therapeuten, die offen sind, wissen genau, was sie wollen. Also die haben ihre Strategien, also das heißt, die wirkliche Offenheit passiert nur da, wo ich vom anderen nichts will. Aber wann ist das gegeben? Ja? Hoffentlich in Freundschaften. Ja, das ist die Frage. Also, aber das wird jetzt weiterführen. Also, das soll man vielleicht noch ein bisschen, um das etwas nicht abrunden, können wir es ja hier gar nicht, aber um es noch ein bisschen schärfer zu fassen. Dieses Passionsgeschichte, wenn ich das so recht verstehe, was aus ihr geworden ist, sozusagen, mit dieser Anleihe, man kann das natürlich alles psychologisch erklären, das will ich ja gar nicht, das tun sie letztlich ja auch nicht. Sie wollen einfach etwas nachzeichnen, ja. Schien es mir ein Prozess von Radikalisierung, der dann in eine Form der Selbstzerfleischung, das weiß man durch diese Kassiber-Kommunikation ja auch. Ja? Und meine, an der Stelle ist es so tolle, dass dann auch wieder Querverbindungen entstehen, wie zu Uwe Jonsson, ne? Ja. Der Siegfried Unsel 1971 über ein Buch berichtet, einer amerikanischen Studentin, die in New York sich beim Bombenbasteln sozusagen vertan hat und selbst in Luft gesprengt hat. Und dann sagt, Mensch, das wäre aber, und das aus guten bürgerlichen Kreisen kommt, im Studium sozusagen auch die Radikalisierung erfährt und dann eben auch entscheidet, in den Untergrund zu gehen. Und dann sagt der Mensch, Siegfried, wäre das nicht ein Buch, was in einem Moment wichtig ist, wo auch gerade die ganze Meinhof-Geschichte läuft. Ne? Für uns sollen wir es nicht übersetzen für den Verlag. Also Jonsson hat ein genaues Gespür für diese Gewissenhaftigkeit und ihre Ambivalenz. Und bei ihr, das ist das Dramatische, das ist sozusagen nach der Zeit in der Berliner APO ab 1966, 67, dass Ulrike Meinhof in dem Moment 1970, als sie gefragt wird von Klaus Wagenbach, also den sie auch sozusagen mit ins Boot nimmt, wird initiiert, dass man ein Buch schreibt über Heimerziehung und dadurch den in Haft gesetzten Andreas Bader für einen Freigang in eine Bibliothek, ja, mit unter Polizeibegleitung sozusagen haben möchte, und das wird auch gewährt, und bei dieser Aktion in der Bibliothek soll er befreit werden, gewaltsam, es passiert auch, ein Polizist wird verletzt und Ulrike Meinhof, die eigentlich nur den Lockvogel spielen sollte, so wie wir jetzt hier am Tisch sitzt eigentlich, Bader springt aus dem Fenster, wenn sie sitzen geblieben wäre, wäre nichts passiert, und sie entscheidet sich in diesem Moment ihren Status als Sympathisantin, ja, der Radikalität aufzugeben und selber Teil der Gruppe zu werden. Und in diesem Moment, und das ist entscheidend, ist diese existenzielle Kommunikation, die schon ohnehin ideologisch ist, eine geschlossene, hermetisch geschlossene im Untergrund. Staatlich wird man als Staatsfeind betrachtet und die Reihen müssen sich schließen gegen den Feind. Und sie selber ist verdächtig, das zeigen eben Zellenkassiber aus den späteren Haftzeiten, von den anderen, sie ist verdächtigt, eben weil sie so bürgerlich war, weil sie so auch vielfältig denken konnte, eine verhätschelte Bürgertochter zu bleiben. Und die Notwendigkeit, sich anzupassen, aber auch selber zu sagen, was sie eigentlich kann in der Entschiedenheit. Ja? Und das ist ja auch eine Krux der Existenzphilosophie, dass die Entschiedenheit selber zur Tugend ist. Eine ganz heikle Sache. Und das ist der Sprung, den wir ja schon von Kierkegaard kennen, den Sprung in ein anderes Leben hinein. Und das ist eben die Frage, wie freiwillig vollzieht sich das? Das ist, ja, inwieweit werden wir da gesteuert? Inwieweit gibt es einen fast einen Beauftragung? Ich setze das alles in Fragezeichen, weil ich das auch nicht weiß. Ja? Inwieweit schließen Kinder abgebrochene Biografien? Ihre beiden Eltern sind sehr jung gestorben. Ja? Ab und setzen sie fort. Sie hat ja auch keine lange Biografie.
bis zu dem Punkt, wo sie dann gesprungen ist und dann war sie draußen und aus diesen Bezügen und es ist ja schon auch arg, diese Texte zu lesen, diese Kassiba-Texte, fand ich, ja. Vielleicht kann man ganz kurz nochmal zu den Eltern gehen. Also ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Vater war ein Kunstgeschichtler, den sie auch in diesen Berichten an die Studienstiftung sehr positiv erwähnt. Und der Vater war eben ein hochsensibler, religiöser Kunstgeschichtler, der in Oldenburg und dann in Jena gewirkt hat und aber opportunistisch genug war, nach 1933 in die Partei einzutreten und aktiv mitzumachen. Und sich innerlich immer eine Reserve behalten hat. Es gibt Texte von ihm, wo er deutlich macht, wir haben diese herrschende Politik, die ist sinnvoll, aber das Gewissen des Einzelnen kann noch sozusagen aus einer anderen Perspektive her sich definieren, das ist die Kirche. Das heißt, der Vater war ein Angepasster, der die innere Emigration gesucht hat und für die Tochter war das ein ständiger Stachel. Aus einer Familie zu stammen, wo der Vater sich angepasst hat und wo die Mutter mit der Freundin mehr als angepasster. Der Vater starb 41, die Mutter 49, aber sowohl die Ziehmutter als auch die Mutter passiv waren dann schon recht aktiv. Also gerade die Ziehmutter. Und das, glaube ich, ist für viele dieser Generation, die ihre Eltern als Funktionselite erlebt haben, nicht als stramme Nazis, aber als Menschen, die aktiv oder opportunistisch mitgemacht haben, der Wunsch, wir machen es ganz anders. Und aus diesem Motiv heraus auch sehr entschieden aufgetreten sind. Und damit sind sie ja nicht frei. Nein, und man sich wiederholen. Versuchen es auszugleichen. Ja? An Entschiedenheit. Ich komme, um das ein bisschen abzurunden. Jetzt haben Sie eine große rezeptive Geduld bewiesen. Vielen Dank. Zu dem Verhältnis abzurunden noch von Verstehen und Erklären. Das sind ja zwei sehr wichtige Dinge im Leben, ja, dass man etwas versteht. Und weil man es verstanden zu haben glaubt, bastelt man sich eine Erklärung. Erklärungen sind ja sehr beliebt. Ja? Erklärungen wirken wie Beruhigungsmittel. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Deswegen bin ich beruhigt und kann mir das erklären. Wenn ich mir nicht erklären kann, das ist ja das, wo viele Leute vor der Skepsis auch zurückweichen, weil das zu offen ist. Sie hätten es dann schon ganz gerne festgestellt. Die Frage an den Autor Matthias Bormuth: Waren Sie am Ende dieser Arbeit an diesen klarer in ihrer Unklarheit? Oder was hat sich geklärt, was ist offen geblieben? Ja, am Ende der Arbeit war ich erstmal erschöpft. Ja? Also das war schon ziemlicher Ritt im letzten Jahr und auch sozusagen beständig diese auch dunkle Perspektive einnehmen zu müssen. Die man muss sich ja die anziehen, haben Sie gesagt. Ja, ich muss sagen, irgendwann, aber stresst schon. Irgendwann reicht es, ja? Freunde. Nein, irgendwann hat man genug. Ich denke mir, jetzt ist aber Schluss. Deswegen dachte ich ja am Anfang, schreiben Sie noch ein Buch über die Geglückten. Ja, nicht therapeutisch. Aber, nicht therapeutisch. Das Beeindruckende war für mich, dass ich dann zufällig, es sind manchmal wirklich Zufälle, dass ich gerade auch bei Ulrike Meinhof, auch bei Ingeborg Bachmann, ist immer wieder Hans-Magnus Enzensberger aufgetaucht. Bei Bachmann war es ein früher Freund in den 50er Jahren, der auch dann später, kurzzeitig auch ein Geliebter ganz kurz, und dann war er später ein unerhört treuer Freund, der sich durch Jahre hin immer wieder nach ihr erkundigt hat. Und er hat dann 2014 ein Buch veröffentlicht, Tumult, Erinnerungen an die 68er Jahre. Und das ist ein Buch, das hat manche etwas geschwätzigen Passagen, aber ist auch hochbrillant, in dem er auch seine Involviertheit in diese linkskritische Szenerie beschreibt. Aber auch man sehen kann, das war für mich aufschlussreich, wo ich merkte, Hans-Markus Enzensberger ist jemand, der sagt auch immer wieder, auf mich könnt ihr nicht bauen. Ja? Also ich bin nicht zuverlässig. Ich entwinde mich wieder. Und Hannah Arendt, die er auch kannte, die eben auch Ingeborg Bachmann kannte und Uwe Jons, und das war für mich auch interessant. Diese Beziehung in ihrer Welt, ne? das ist neu verknüpft. So, ja? Und Hannah Arendt ist wie eine Art Lackmustest. Ja? Also Jons war ein enger Freund von ihr. Ingeborg Bachmann hat sie sehr geschätzt. Und Enzensberger hat sie auch in New York kennengelernt, 1963. Und das war bezeichnend, er war einmal eingeladen und dann nie wieder. Und sie hat schon gemerkt, das ist ein Kerl, der ist unheimlich klug, der versteht sehr viel, der ist brillant, aber er entzieht sich auch wieder. Und da war Arendt zumindest skeptisch, hat gesagt, Freund, mach was du willst, aber nicht mit mir ungefähr so. Also ich bin nicht bereit, diese Freundschaft zu leben, irgendwas stimmt ja für mich nicht. Und wenn man ihn aber mal sozusagen, und andere wie Jürgen Habermas, so haben Enzensberger auch immer später sehr skeptisch gesehen,
Und für mich war jetzt der Punkt, ich bin nicht dazu da, jetzt ihn zu beurteilen, ja? Sondern was mir aufgefallen ist, dass Hans-Magnus Enzensberger in der Fähigkeit, sich herauszuziehen wieder aus seinen Positionen, ganz scharfen Protest und dann geht er wieder weg und er kennt alle, trotzdem etwas leistet, weil er ein Chronist und ein Chronist über das reine Beschreiben hinaus, ein Deuter von Personen ist, von Konstellationen, der in diesem Sinne nicht dafür steht, für eine moralisch eindeutige Haltung, aber für die Fähigkeit zu verstehen und zugleich in seiner Person ein Konzept von Windigkeit, könnte man vielleicht sagen, ja, oder pragmatischer Wendigkeit zu leben. Wenn man es ein bisschen frech sagt, er hat nicht das Talent des Verunglückten. So, er hat das Talent zum Lebensglück, sich in bestimmten Momenten die Dinge nicht so anzuziehen, sie wieder herauszuziehen. Und insofern habe ich meinen Eröffnungsessay auch sozusagen im Stück als ihn als Gegenfigur zu den Verunglückten. Und für mich war wichtig, dass ich, manche sagen, Bormuth will eigentlich den Enzensberger als Lösung und die bösen Verunglückten, ja, also die sind eigentlich, die machen sich viel zu schwer, um alles ein bisschen lockerer nehmen. Das ist nicht der Punkt, sondern jedes Leben hat sein eigenes Schicksal, in welche Richtung es geht, wohin es geht. Nur man kann zeigen, dass in dieser Polarität Enzensberger und die anderen, die sich ja sehr gut verstanden haben, ne? Während Jons natürlich den Kontakt irgendwann zu Enzensberger abbrach, sagte, so einer, der immer laute Worte macht, aber nicht, das ist nicht mein Typ. Aber letztendlich merkt man, wie entlastend es auch dieses Vergessen sein kann. Das ist so ein Punkt und dadurch habe ich zumindest das Gefühl gehabt, es ist eine Balance reingekommen, ein Kontrast, den ich nicht lösen kann. Und der Geschichtsschreiber hat es sicherlich manchmal einfacher als jemand, der Geschichte gestalten muss. Ja, zweifellos. Weil er sozusagen erstmal nur verstehen will, was vorkommt. Und natürlich muss ich für mich oder sie oder jeder entscheiden, wie er sich stellen will zu politischen Lagen, ne? Und zu persönlichen Lagen. Und da kann ich nur sagen, ich lese lieber Jonsson und Bachmann und Amerie als Enzensberger, obwohl er auch gut ist. Aber es ist zumindest... Sie spüren eine andere, ja, wie soll man sagen, eine andere existenzielle eine Bereitschaft, sich anders existenziell zu stellen. Also, Enzensberger hat alles verstanden. Es ist enorm, wie er in alle Tiefen eindringt. Es ist nichts verborgen. Und trotzdem hat er von seiner Person, wie auch immer, die Fähigkeit, sich rauszuziehen. Und ich glaube, das ist halt so, wie es ist. Und bei den anderen ist sie eben... Sie haben diese Fähigkeit nicht oder haben sie nicht entwickelt, würden Sie sagen? Nein, sie haben eine andere Fähigkeit. Sie wollen, sie haben die Fähigkeit, Dinge an einen schmerzhaften Punkt zu treiben, aber in der Kunst trotzdem auch was zu schaffen, was darüber hinausgeht. Also, aber sie zahlen anders. Sie zahlen anders. Das ist doch vielleicht ein ganz guter Punkt. Jetzt möchte ich zumindest, falls Sie noch Lust haben, etwas dazu zu sagen und wir Sie nicht zu sehr geplättet haben mit unseren Ausführungen. Zunächst danke ich erstmal Matthias Bormuth für seine Auskunftsbereitschaft als Autor. Und lade Sie gerne ein, wenn es Ergänzungen oder auch Einspruch gibt zu dem Gesagten oder eine Frage gibt, die gerne zu stellen. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich nochmal bedanken bei Ihnen. Gern. Bei dem Literaturforum, dass wir die Möglichkeit hatten, etwas ungewöhnlich zusammenzukommen. Und ich kann Sie zu dem durchaus zu der Lektüre dieses Buches, kann die Lektüre des Buches durchaus empfehlen und auch der anderen Bücher, die Matthias Bormuth hervorgebracht hat, sage ich mal, teilweise auch als Herausgeber, weil sich das dann sehr gut vernetzt liest und versteht. Das ist also in der Hinsicht, es hat schon allmählich den Charakter des Gesamtkunstwerks ein bisschen. Ja, aber Ihnen auch vielen Dank, gell? Also das gerne. Kann ich auch nochmal sagen. Ne? Gut, meine Damen und Herren. Vielen Dank.